so ein Dings kommen, Übertragung läuft. Das ist auch gut. Willkommen zum Wetter. Auch an den Livestream, der hoffentlich jetzt funktioniert und ich bin zu sehen, hoffe ich. Willkommen auch an die Leute, die sich zugeschaltet haben im Stream, heute zum ersten Mal. Fragen können wie gewohnt im Chat gestellt werden, werden dann nach Möglichkeit auch beantwortet.
Hallo. In München. Ja. Arbeitsstelle. Und Marco noch, was ist das Der denn? ist krank, glaube ich, habe ich gehört. Marco lässt sich entschuldigen und ist leider mit irgendeiner Magen-Darm-Sache krank. Ja. Hat uns aber trotzdem hier netterweise Sag mal, kann ich das irgendwo sehen, ob Leute im Chat sind? Außerhalb in oben, der da musst du Nischlacht. hochscrollen. Da sind so kleine Zahlen angezeigt. Ganz oben, das müsste Ah sichtbar ja, sein. okay, danke. Und sind ein Was paar? ist denn das mit der Klammer? Zuschauer 2 in Klammern 4, im Chat Ah. 3. Ah ja. Ah. Weniger als sonst, aber egal. Ist auch sehr überraschend gewesen. Ich hoffe, es ist überhaupt auf jetzt Ja, TV schön, schön, dass jemand da ist. auch Dann ja, also weiß ich ja, ich muss gucken, ob jemand schreibt und eine Frage stellt vielleicht. an die Leute im Chat, wir sind hier in der Leuchtturmfabrik in Bremen, nette Location. Und wir sind circa, weiß nicht, 10, gute 10 Leute insgesamt. Ja, dann können wir ja loslegen. Gibt es Fragen oder mag jemand was sagen? Doch, sonst lege ich mit meiner Frage, Ja. die schon vorgelegt war, vor. Und zwar, wie hat sich der Begriff Gott bei dir im Laufe deines Lebens geändert? Oder was hat er für Phasen durchlaufen? Und wie hat das in deiner Kindheit sich angefühlt? Und wie fühlt es sich
für dich jetzt an, so hat er sich einfach geändert. Tja, wir haben vorhin in der Testaufnahme haben wir schon mal diese Frage gehabt, aber ja, ich habe als Kind habe ich meine Mutter mal gefragt, wo Gott wohnt. Und dann waren wir in der Kirche und dann habe ich sie gefragt, ob Gott denn da wohnen würde. Und dann hat sie gesagt, nee, so kann man das nicht sagen, aber man kann ihn hier spüren vielleicht oder so. Aber das hat mir irgendwie nicht gereicht. Also ich, es war schon, da war ich noch ziemlich klein so. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, sie hat mir das mal erzählt. Und ja, und ansonsten war es in der Kindheit eigentlich mehr so untergeordnet, habe ich nicht oft dran gedacht. So. Es fing dann im Jugendalter ungefähr an, immer präsenter zu werden, so die Frage, was hat es damit auf sich? Spätestens als ich da so mit 14 meine erste Kurzdepression, die ja nur ein paar Stunden dauerte, gekriegt habe, fing ich mich dann an zu fragen, so, was das dann alles überhaupt für einen Sinn hat. Und ja, am Anfang war das noch so eine Glaubensfrage. Da ging es darum, irgendwie, ob es den überhaupt gibt. So, also ich weiß noch, meine ersten Gebete so im zarten Alter von, was ich mal 17, 18 waren immer so, die fingen häufig dann so an, Gott, wenn es dich denn gibt, so, oder Gott, wenn es dich gibt, dann mach doch bitte so und so, oder ich, das ist mir jetzt ganz wichtig und so. Es waren meistens so Bittgebete dann, wenn ich ganz verzweifelt war oder so. Und ja, es war immer so durchsetzt von dem Zweifel, ob es das überhaupt, ob es überhaupt sowas wie Gott gibt. Das wusste ich ja nicht. Ja, und später dann, nach meiner Initiation damals durch Sai Baba mit 23 Jahren war das, da gab es dann für mich keinen Zweifel mehr. Weil ich da in dieser Erfahrung ja so eine Art Gotteserfahrung hatte, wo ich wirklich unbeschreiblicherweise Gott gewesen bin für kurze Zeit. Also es war hinterher klar, dass das nicht aufgehört hat, aber es war nicht mehr zugänglich. Aber in dieser Ekstase gab es nur Gott. Und es gab mich nicht mehr, es gab kein Ich, aber es gab Gott. Und es war, Gott war alles, was existiert. Und was anderes gab es überhaupt nicht. Und, aber dieser Gedanke Gott, den gab es natürlich nicht. Aber es gab Gott. Es gab sowas wie Herrlichkeit, Allmacht, so eine Erfahrung von Unendlichkeit, von Ewigkeit, Zeitlosigkeit. Ja, und ab dem Zeitpunkt gab es keinen Zweifel mehr, dass Gott tatsächlich existiert und dass eigentlich, dass ich das auch bin, wie alles. Also dass ich hatte schon das Gotteskonzept damals, ist ja ein Konzept nur gewesen, dass Gott wohl alles umfasst. Das habe ich mir schon, so habe ich mir Gott schon immer vorgestellt, auch als ich noch jünger war, habe ich mir schon immer vorgestellt, dass Gott alles umfassen muss, wenn es ihn denn gibt. So, und später war es dann für mich sicher, dass es das gibt, etwas Allumfassendes, was man Gott nennen kann, was ich ja dann auch erfahren habe. Und danach ging es dann nur noch darum, wie ich das irgendwie ständig zu einer Erlebnisqualität machen kann. Also mir war klar, dass ich diese ekstatische Erfahrung, dass man damit nicht durchs Leben gehen kann. Das war ein außergewöhnlicher Zustand, in dem keinerlei Handlungen oder Gedanken möglich waren. Ja, es gab keine Gedanken, es gab keine Welt, es gab mich nicht, es gab eigentlich nichts. Und doch alles. Und irgendwie war mir aber klar, dass mein Ich-Gefühl, was ich damals ja auch schon kannte, dieses Ego, dass das nicht alles sein kann. Dass da irgendwo was anderes, ein anderer Bewusstseinszustand, eine andere ja, Dauererfahrung möglich sein muss, was man ja auch Erleuchtung nennt. Davon hatte ich da schon gehört in dem Alter. Und danach fing ich dann an zu suchen nach der sogenannten Erleuchtung. Und hatte ja dann auch den Satya Sai Baba als Guru ab dem Alter von 23. Ja, und so fing das alles an. Vom Glauben oder vom Zweifel über den Glauben zur Gewissheit, zum Wissen. Würdest du das auch als so eine Art kosmisches Liebesverhältnis einschätzen? Also dass der Begriff Liebe da auch nochmal eine andere Dimension oder eine andere, ja, ich glaube, man muss so sagen,
eine andere Begrifflichkeit oder eine andere Erlebbarkeit bekommen Ich hat. würde sagen, allumfassende Liebe. Gottes allumfassende Liebe. Unbegrenzt und unterscheidungslose Liebe. Unbedingt, also bedingungslos. Bedingungslose Liebe. Sabbat hat immer gesagt, Gott ist Liebe. Das ist noch ein anderes Wort dafür. Aber es ist eben nicht die begrenzte, objektbezogene Liebe, die man so kennt oder sich vorstellt oder erlebt, sondern es ist eine allumfassende, unbegrenzte Liebe, die man auch Bewusstsein nennen könnte. Ja. Also Liebe und Bewusstsein sind für mich heute gleichzusetzen. Bewusstsein ist Liebe und Liebe ist Bewusstsein. Und so ein kosmisches Liebesverhältnis dann, so ein ganzen Kosmos. So fing es, also es fing so an, dass ich eine Gottesliebe entwickelt habe bei mir im Laufe der Jahre. Eine Sehnsucht vor allen Dingen nach Erlösung, weil ich ja durch Depressionen, die dann ab dem Alter von 14 jährlich wiedergekommen sind und dann immer länger wurden, immer dringlicher wurden und mir keine Ruhe gelassen haben, wurde das sozusagen zur Lebensaufgabe oder zu einer Frage des Überlebens überhaupt, da nach Erlösung zu suchen. Ich hatte irgendwie keine Wahl, als nach Gott zu suchen. Ich habe mich auch so erlebt als Gottsucher, als Erleuchtungs- oder Erlösungssucher. Und hatte ja durch Bücher oder Schriften über Buddhismus, habe ich auch davon was, oder auch durch Saibaba dann mitgekriegt, dass es das wirklich gibt alles. Und auch durch die Initiation natürlich, da war es dann Gewissheit, aber irgendwie war ich dann wieder getrennt davon, scheinbar. Und ja. Und das ist alles eins. Und Bewusstsein ist gleich. Das, was ich da auch in dieser Ekstase ursprünglich erlebt habe, kann man weder als Bewusstsein noch als Liebe bezeichnen. Das ist so alles zugleich. Also Bewusstsein, Liebe, man könnte sagen, Satchitananda. Sein Bewusstsein, Glückseligkeit. Aber das wäre selbst noch zu wenig für diesen außergewöhnlichen Zustand, der da war. Man könnte es auch physikalisch-wissenschaftlich eine Singularität nennen. Also es war etwas absolut Unbeschreibliches, Mystisches. Ich verstehe das natürlich. Bewusstsein ist Liebe, Liebe ist Bewusstsein. Ja. Wie ist die Natur von Bewusstsein? Bewusstsein hat keine Unterscheidungsmöglichkeit, keine Wahl. Also alles erscheint im Bewusstsein. Bewusstsein ist da nicht so, dass es gefiltert wird. Also das machen höchstens die Sinne, das Gehirn macht das. Aber das Bewusstsein selbst ist wie eine leere Leinwand, auf die alles projiziert werden kann. Insofern ist Bewusstsein eins mit allem, was erscheint. Ja, ist in dem Moment, wo es erscheint, absolut eins. Und dieses Einssein ist Liebe. Dieses totale, wahllose Einssein mit allem ist auch non-duales Bewusstsein. Ja, non-duales Bewusstsein ist Liebe. Also vielleicht ist das begrenzte Bewusstsein, was wir kennen, dieses Ich-Bewusstsein, nicht jetzt mit kosmischer oder allumfassender Liebe gleichzusetzen, aber das non-duale Bewusstsein, welches unbegrenzt ist und nicht unterscheidet, welches auch nicht anfängt, und nicht aufhört, ja, in welchem auch die Zustände wie Traum, Wach- und Tiefschlafzustand erscheinen nur. Und nicht, das Bewusstsein ist nicht abhängig davon. Das non-duale Bewusstsein ist nicht abhängig davon. Es ist nicht das Tagesbewusstsein, welches morgens erscheint und abends, also der Wachzustand. Ja, es ist nicht gleichzusetzen mit dem Wachzustand. Es ist mehr als der Wachzustand. Es ist, ja, wo das, also ja. Ich verstehe es fast dann eher als das Sein. Ja, man kann es auch sein, wenn. Das Bewusstsein ist immer für mich, da ist auch immer hinter der das Beobachtete, das bewusst wird. Also bewusst ist. Ja, gut, das ist so ein Bewusstsein, damit meinen wir normalerweise dieses bewusste Reflektieren, jetzt bin ich da. So, dann ist sehr schon eine Projektion vorhanden. Ja. Nämlich dieses Ich-Gefühl, welches ein Schatten, eine Projektion des Bewusstseins schon ist. Dadurch wird es sozusagen wie eine Spiegelung, wie jemand, der vom Spiegel steht, sich seiner selbst bewusst. Aber das Bewusstsein ist nicht abhängig davon. Denn das Bewusstsein ist auch während des Tiefschlafs schon da. Es bildet dann das, also es ist daran erkennbar, dass man weiß von dem Nichts, welches der Tiefschlaf ist. Ja. Jeder weiß, dass da nichts ist. Also ist da etwas. Da ist Bewusstsein. Ja, dieses Bewusstsein ist dann nur nicht in Aktion. Es ist sozusagen in einer Art Ruhezustand. Und doch ist es vollständig unverändert. Dieses Bewusstsein, was im Tiefschlaf ist, ist jetzt auch da.
Und das ist, was ich meine. Und dieses Bewusstsein, welches auch im Tiefschlaf ist, hat keine Wahl, als das erscheinen zu lassen, was erscheint. Und das ist perfekte Liebe. Das ist Einssein mit aller Erscheinung. Einssein mit dem Wachzustand, Einssein mit dem Traum, eins mit dem Schlaf, mit aller Erscheinung eins. Wahllos. Angst ist ja auch nur eine Erscheinung im Bewusstsein. Okay. Das ist das non-duale Bewusstsein hat keinen Gegenteil, weil es non-dual ist. Es ist ein Mysterium, welches eben kein Anfang und kein Ende hat, und es ist eben non-dual. Es ist jenseits von Polaritäten. Es ist jenseits der Dualität. Die Dualität erscheint sozusagen in dem non-dualen Bewusstsein und macht es dann scheinbar, wenn das sozusagen stark genug ist, diese Erscheinung des Dualen, scheint es dann zu überschatten. Ja, es ist dann verloren. Und dann gehen wir auf die Suche danach und meinen, es verloren zu haben. Aber in Wahrheit ist das non-duale Bewusstsein immer. Es ist zeitlos. Und diese Zeitlosigkeit, die meint nicht irgendeine Ewigkeit, ja, vom Urknall bis zur Auflösung des Universums und so weiter, das ist nicht Zeitlosigkeit, das wäre eine Ewigkeit. Aber das wäre immer noch zeitlich begrenzt, weil der Urknall ja auch irgendwann mal der Beginn der Raumzeit quasi war, sagt man jedenfalls in der Wissenschaft. Und deswegen ist das noch nicht Zeitlosigkeit. Zeitlosigkeit ist das, was eben die Zeit erscheinen lässt. Das ist der Hintergrund der Zeit. Also wir dürfen das nicht verwechseln. Das, was jetzt hier als Zeit abläuft, erscheint in der Zeit, im zeitlosen Bewusstsein. Und deswegen kann das Bewusstsein auch nicht, ist es nicht vergänglich. Ja? Weil es diese Dimension, diese mystische Dimension der Zeitlosigkeit ist. Da ist die Unsterblichkeit. Alles andere stirbt. Persönliches Bewusstsein, ja, dieses, was vom Körper abhängig ist, wo man auch bewusstlos sein kann, wie die Mediziner sagt. Wenn ich einen Kopf kriege, dann bin ich bewusstlos. Dieses Bewusstsein ist nicht gemeint. Das ist bedingtes Bewusstsein, Körper, von Körperfunktion bedingtes Bewusstsein. Das ist schwierig, dass der seine Begriffe erzählt. Ja. Mhm. Ja, genau. Ja, deswegen verwenden ja auch viele Gewahrsein als Begriff. Also was ich jetzt beschrieben habe, ist eher mit, heutzutage wird das eher Gewahrsein genannt. Ja, das Gewahrsein ist das, was eben vor dem Tagesbewusstsein schon ist, in welchem das der Wachzustand dann erscheint. Und dieses Gewahrsein oder kosmische Bewusstsein hat niemand, ist niemand, kann niemand bekommen und niemand verlieren, ja. Weil es praktisch alles ist. Ja. Es gibt nur das. Es gibt nur das, genau. Es gibt nur das und wir erscheinen darin. Wir als Menschen erscheinen in diesem Gewahrsein. Und wir sind auch nicht getrennt davon. Nein. Also es ist nicht so, dass es das kosmische Bewusstsein gibt und dann die Erscheinungswelt, sondern nein. Die Erscheinungswelt ist Teil dessen. Ist immer Teil dessen. Ja, ist das ist wie eine Welle auf dem Ozean. Ja? Die Welle ist auch nicht getrennt von dem Rest des Ozeans. Mhm. Aber sie ist sichtbar oben an der Oberfläche, hat eine Form, konkret, kommt und vergeht. Mhm. Ja, irgendwann ist der, wenn der Wind still ist, dann ist das Wasser glatt, dann war die Welle mal. Aber der Ozean ist trotzdem noch. Ja, genau so ist es. So ist es mit dem täglichen, was erscheint, kommt irgendwie das scheinbare Universum. Aber es sich so riesig groß anfühlt, wenn man nachts den Sternenhimmel sieht, gerade in diesen klaren Nächten, dann oh, das ist es gigantisch. Ja? Und doch ist es eine Erscheinung in diesem Zeit- und Raumlos, ist es ja auch. Das Bewusstsein hat keine Dimension, hat keinen Raum. Ja, es ist jenseits von Zeit und Raum. Es ist eine mystische, man könnte sagen, Erfahrungsqualität, die wir haben. Also wir sind das. Das ist sozusagen der Background, das ist der Hintergrund von aller Erfahrung, von allem Sein, ist dieses reine Gewahrsein. Das ist ganz erstaunlich, weil das ist immer so wichtig nimmt hier, die Welt und das Universum ist so gigantisch groß und so. Aber in Wahrheit ist es wirklich, es wird ja häufig auch mit so einer Art Fata Morgana beschrieben. Ja, wie eine Luftspiegelung. Es ist einfach so ein, ja, könnte es auch eine Täuschung nennen, wenn man das jetzt für
für wahr hält. Man könnte auch sagen, ich bin ein Teil des Universums und erscheine ja darin. Als Mensch ist es ja auch so. Ja, ich werde ja geboren als Mensch und sterbe also als Körper. Ja. Aber dieses, wovon ich spreche, das reine Gewahrsein, ist nicht von einer, ist von einer, von seiner Natur her ohne Identifikation. Identifikationen sind später Gedanken, also manifestierte Gedanken, die in dem Gewahrsein erscheinen. Also der Ich-Gedanke, diese persönliche Identifikation, die dann morgens immer aufwacht dann und dann das persönliche Spiel, das Lebensspiel, kommt ja auch erst mit dem Aufwachen dann, mit dem Wachzustand. Vorher ist es nicht da, im Schlaf ist es nicht vorhanden. Nur was auch im Tiefschlaf ist, ist wahr. Ist wirklich wahr. Alles andere ist ja wie eine Welle. Muss ich auch aufwachen morgens eigentlich einschlafen heißen, oder? Um nicht so verwirrt zu werden. Ja, naja, wenn man das dann für wahr hält, diese Identifikation, und scheinbar dann dieses Gewahrsein dann im Hintergrund oder weg ist, scheinbar, dann sieht es so aus, als wäre das eingeschlafen, aber das reine Gewahrsein kann nicht schlafen, es ist immer wach. Es ist immer jetzt schon da, es ist das, was die Grundlage deines Bewusstseins jetzt ist, in diesem Moment. Es ist das, was schaut. Es ist das, was aus deinen Augen schaut. Es ist das, was durch deine Ohren hört. Ja, was durch deinen Körper fühlt. Das ist das jetzt. Genau jetzt. Das bist du in Wahrheit. Ja? Und dieses Ich-Gefühl, welches da so erscheint, das ist eben vergänglich. Viele sagen ja auch, ich bin. Ja, dieses Ich bin, das ist es. Ne? Das ist es aber nicht. Denn das Ich bin, dieses Ich bin, das ist ein Gefühl, ja, welches morgens mit dem Wachzustand kommt und abends einschläft wieder. Dieses Ich. Denn im Tiefschlaf ist kein Ich bin. Da ist nichts mit Ich bin, da ist Stille. Das, was durch meine Augen schaut und durch meine Ohren hört, ist das? Ist das Das ist gekommen? das, das ist, das bist du in Wahrheit. Das ist dieses reine Gewahrsein, welches kein Ich braucht, um zu sein. Warum ist das nicht? Warum sind das nicht die Sinne? Die Sinne sind Körperfunktionen, die in diesem Spiel erst erscheinen, die in dem Gewahrsein auftauchen. Ja? Die Sinne sind sozusagen das Medium, durch die diese Projektion geschehen kann. Ja? Die schaffen, erschaffen, können die Dualität quasi entfalten. Ja? Die Sinne sind sozusagen, der Körper kann sich abgrenzen durch den Tastsinn. Ja? Hier ist die Trennung. Das, ja, ich bin der Körper. Wenn ich identifiziert bin, ja, dann ist hier das Sofa und ich hier ist der Körper. Das ist eine Trennung. Ich bin getrennt vom Rest der Welt. So habe ich mich früher erlebt, ja, als getrennt. Und das ist die Grundursache der Angst, die Trennung. Diese Trennung, diese Identifikation. Es geht nur um die Identifikation des Ich-Gefühls. Es fängt mit dem Ich-Gefühl an. Danach macht das Ich-Gefühl, bleibt nicht dabei, sondern sagt, ich bin der Körper. Ja, und ich bin diese Person. Ich habe die und die Eigenschaften, ich wohne da und da und so weiter. Ja. Und das ist ja auch wichtig zum Leben, ist es auch okay, dieses Spiel, aber es ist nur ein Spiel. Und die Grundlage davon ist das Ich bin Gewahren, ich bin Gefühl. Ja. Und das Ich bin Gewahren, das ist das wirkliche Gewahren. Du gewahrst das. Da ist etwas, wenn man genau sich, wenn man sich da mal so rein versenkt in dieses Ich-Gefühl, ja, dann merkt, kann man irgendwann spüren, dass da noch was anderes ist, was das bezeugt, was dieses Ich-Gefühl wahrnimmt. Also da sind sozusagen zwei Instanzen. Die eine ist dieses Gewahrsein, welches so leicht vergessen wird, welches von diesem Ich, von der Ich-Projektion, von dem Gedanken, Ich-Gedanke wird das ja auch genannt, ja, überlagert wird und völlig sogar verschwinden kann scheinbar. Aber in Wahrheit ist es so, dass dieses Ich-Gefühl gar nicht existieren kann ohne Gewahrsein. Es gibt es gar nicht ohne Gewahrsein. Das ist der Trick dabei. Es ist sozusagen so ein Verdrehen. Es ist genauso, ich beschreibe das mal ganz gerne mit dem Spiegelbild. Ja. Plötzlich verwechselt man sich mit dem Spiegelbild. Man hat so lange in den Spiegel geschaut, bis man plötzlich glaubt, man ist das da drin. Und dann ist man in der Spiegelwelt, dann bist du quasi durch die Spiegel durch auf einmal. Und vergisst dabei, dass das, was du im Spiegel siehst, ja nur da ist, weil du davor stehst. Und der davor steht, wird vergessen. Auf einmal ist es ein bisschen holperig, der ganze Vergleich, aber ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz gut, um das sich so zu vergegenwärtigen. Das Spiegelbild, was aus dem Spiegel erscheint, wäre es nicht ohne den, der davor steht. Und so gäbe es kein Ich-Gefühl, kein Ich bin, ohne Gewahrsein. Gäbe es das überhaupt nicht. Es gibt Gewahrsein ohne Ich bin,
Aber es gibt kein Ich bin ohne Gewahrsein. Ich frage nochmal nach. An dem hast du gesagt, durch das, was durch meine Augen schaut und durch meine Ohren hört, ist das Gewahrsein. Ja, die Grundlage davon ist das Gewahrsein. Ich kann das, also ich fühle das, wenn du das sagst. Das stimme ich sofort irgendwie zu. Aber mein Kopf sagt, aber das sind doch genauso die Sinne wie der Tastsinn. Nein, das ist es eben nicht. Das Gewahrsein ist kein Sinn. Das ist nicht zu vergleichen mit den Sinnen. Das ist jenseits der Sinne. Denn die Sinne sind körperbezogen, ja, das ist ein Teil der Körperfunktion. Augen, Ohren, Tastsinn und so weiter, sind alles Körperfunktionen. All das gehört zum Körper. Ja. Der erscheint nur im Wachzustand und natürlich im Traum, also im Traumkörper. Ne? Ist natürlich klar, dass der nicht materiell ist, weil wenn du im Traum verletzt wirst, wirst du ja nicht in Wirklichkeit verletzt. So. Ja, aber da kann man es auch so schön sehen. Im Traum hat man einen Traumkörper. Ist man deswegen der Traumkörper? Wenn du morgens aufwachst, ist der Traumkörper weg. So als hätte es ihn nie gegeben. Wenn du im Traum erschossen wurdest, wachst du auf und lebst weiter. Der Traumkörper war tot. Aber bist du der Traumkörper? Nur weil du im Traum hast du geglaubt, da warst du der Traum. Da warst du 100% der Traumkörper. Ja? Und der Traum ist plötzlich zu Ende und es ist vorbei mit dem Spuk. Und so ist es auch vergleichbar mit dem Wachzustand. Wenn der Tiefschlaf einsetzt, ist diese Körpererfahrung weg. Den gibt es nicht mehr in dem Moment. Deswegen ist dieses Körpergefühl und diese Körpererfahrung, der Wachzustand, begrenzt. Und ich merke, ich versuche es so gedanklich. Gedanklich kann man das nicht erfassen. Ja. Also es ist. Ich kann dir da eine Übung empfehlen, einfach dich mit der Aufmerksamkeit auf dieses Ich-Gefühl zu richten. Mhm. Öfter mal. Wenn du einfach mal Zeit hast, also es ist keine Meditation, bequem hinsetzen, ganz egal wie. Vielleicht die Augen schließen, vielleicht auch nichts, egal. Einfach dieses Ich fühlen. Ganz intensiv fühlen. Und dabei bleiben. Nur das beobachten. Einfach dabei bleiben. Und das, je länger du das machst, irgendwann merkst du immer stärker, dass du der Beobachter des Ich-Gefühls bist. Und dann kommt so eine Art kann so eine Loslösung stattfinden von diesem. Dann wird das schwächer, die Bindung wird dann, ja, die Verwechslung wird dann schwächer. Vielleicht hebt sie sich auch mal kurzzeitig auf oder für länger auf. Ja. Das ist sozusagen eine Selbstbeobachtung oder auch Selbsterforschung wäre das. Ich empfinde das ja so, wie du das gesagt hast. Das ist uns kein gedanklicher Prozess. Nur mein Kopf sagt, das kann doch nicht stimmen. In Gedanken empfinde. ist es mit Gedanken absolut nicht zu erfassen. Also man kann sich mit den Gedanken, man kann das in gewissen Grenzen, kann man die Gedanken nutzen, indem man sich so durch Analogien dann Sachen klar macht. Aber das war es dann auch schon. Also zum Beispiel mit dem Spiegelbild oder mit der Leinwand ist auch ein sehr häufiges Beispiel. Nicht? Die Leinwand hat eben keine Wahl, welcher Film gezeigt wird. Du kannst ja jeden Film drauf projizieren, den du willst. Ja? Die bildet alles ab. Und so ist es auch mit dem Bewusstsein. Aber wenn ich den Projektor abschalte, ist die Leinwand immer noch da. Ja, die ist die ganze Zeit, ob ein Film läuft oder nicht. Film aus wäre Tiefschlaf, Film an wäre Wachzustand. Ja, das sind so die beiden. Und die Leinwand ist die ganze Zeit da. So kann man sich das, da kann man dann gedanklich da so ein bisschen sich ja, damit dem näher kommen. Aber das Eigentliche ist mehr so ein, dass man das so fühlend, ja, fühlend erfährt. Dass man sich in der Aufmerksamkeit, das hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Gerichtete Aufmerksamkeit, nach innen gerichtete Aufmerksamkeit. Beobachten, schauen, bezeugen, so dieses, ja, das ist mehr so diese Qualität. Du kannst ja auch Gedanken, kannst ja auch bezeugen. Wenn du denkst, wenn da Gedanken sind, dann wird ja irgendwann klar, wenn man die so ziehen lässt, wenn man leicht so drauf einsteigt, dann wird irgendwann klar, dass du ja der Beobachter oder Zeuge der Gedanken bist. Die erscheinen die Gedanken, aber du bist nicht die Gedanken. Die Gedanken sind so eine merkwürdige Form da in deinem Kopf, ja, irgendwas so Informationen, ja, die da durch dein Bewusstsein ziehen, wie Wolken am Himmel. Und die kommen und gehen. Ne? Jeder weiß das. Gedanken sind sehr flüchtig häufig. Manchmal sind sie auch sehr hartnäckig. Ja.
Also gib nicht zu viel auf Gedanken. Ja? Gedanken sind nicht wichtig. Sind Erscheinungen. Du bist viel mehr als das. Du bist viel mehr als deine Gedanken. Gedanken kann man benutzen, um Geld zu verdienen zum Beispiel oder Probleme zu lösen und so weiter. Sollte man irgendwas mit den Gedanken machen, aktiv mein Leben unterdrücken oder versuchen, ohne Gedanken zu sein? Auf keinen Fall. Das geht ja auch nicht. Nee. Also alles, was du gegen deine Gedanken tust, wird das nur stärken. Also weil das eine Energie ist, die du da reingibst. Und das kann nur dazu führen, wenn überhaupt, dass sie noch stärker werden. Es ist eher wichtig, dass man merkt, dass man nicht die Gedanken ist, ja, dass sie dir erscheinen. Das ist das Entscheidende. Und dass sie auch völlig unwichtig eigentlich sind. Weil sie so austauschbar sind, weil sie so vergänglich sind. Ja. Und ich würde empfehlen, die völlig freizulassen. Wie sagt man so schön, die Gedanken sind frei, gibt es was im Lied? Ja? Die sind wirklich frei, lass sie frei, lass es. Und dieser sogenannte gedankenfreie Zustand, den erfahre ich so, dass ich nicht berührt werde von den Gedanken. Aber natürlich sind bei mir Gedanken im Bewusstsein, ja, jetzt ganz klar. Und trotzdem fühle ich mich gedankenbefreit, weil sie haben keine Bedeutung mehr für mich. Die dürfen da sein, manchmal steige ich drauf ein, manchmal wird drauf eingestiegen, ja, manchmal wird was damit gemacht. Ja, zum Beispiel vorhin, da als der Stream erst nicht lief, da muss ich das Problem lösen und so weiter, ne? Dann rappelt das da und ja, dann ist. Aber ansonsten bedeutet mir das nichts, was ich denke. Das ist wirklich so. Meine sogenannten Meinungen sind nicht wichtig für das, was ich bin. Ja, die sind vollkommen unwichtig. Und manchmal lache ich mich auch selber über mich tot. So. Es ist einfach nur zu lustig, manchmal. So für einen Scheiß denke ich immer. Kann auch total spießig sein oder so, ja? Oder mich aufregen über Politik oder sonst was. Ja? Völlig unbedeutend. Oder ärgerlich werden, wenn du keine Schokolade kriegst. Ja, absolut, ja, das ist so Todsünde, das kriegt keiner. Wenn ich sie alleine esse, Ja. ohne dich. Gibt es denn dann im Umkehrschluss noch was, was eine Bedeutung hat? Ja, naja, Bedeutung, das ist das falsche Wort. Das ist dieses reine Sein, ja, das ist in sich selbst ein Hochgenuss, das zu sein, dieses Gewahrsein zu sein, was ja jeder ist, aber das völlig so permanent irgendwie als Grunderfahrung zu sein, das ist, ja, wichtig ist es nicht, aber es ist schön. Ja, es ist, was man sagt, Satchitananda. Sein Bewusstsein, Glückseligkeit. Wenn diese Zeitlosigkeit sich ihrer selbst durch den Spiegel des Ichs gewahr wird, ja, dann ist das schön. Das ist, aber es muss auch nicht, also ich denke da nicht dauernd drüber nach oder so, es wird da nicht dauernd so, aber es ist so ständig so eine Grundqualität, es ist ein ständiger, eine Grundschwingung, ein Frieden, könnte man sagen. Ein ganz subtiler, ständiger Frieden. Und das ist, ich sage mal, das ist der unendliche Wert. Ja. So das drückt es am ehesten aus, der unendliche Wert. Das ist, kann man nicht, kann man nicht, das ist nicht jenseits von wichtig oder unwichtig. Das steht für sich selbst. Und das ist unfassbar. Also das ist wirklich ein Mysterium. Also könnte ich sagen, Gott ist die Wucht im Typen, das ist einfach der Hammer. Ja, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Gott ist das absolut Obergeilste und wir sind das alles. Und es gibt nie was, was davon getrennt ist. Auch wenn Gott dieses Trennungsspielchen in den Menschen spielt, durch das Ich-Bewusstsein, durch die Trennung, durch die Dualität.
Aber die, ich sage mal ganz gerne, die Erfahrung der Dualität ist das einzige spannende Spiel für Gott eigentlich so, weil da fällt er aus sich scheinbar raus und was für eine Dramatik, ja. Und dadurch kommen diese ganzen irren Stories hier auf der Erde, ja. Also es ist ein absolutes, verrücktes Spiel, also ich bin ja Computerspieler auch, ne? Aber dieses Spiel hier auf der Welt ist tausendmal besser und geiler und kein Programmierer konnte das jemals schaffen, sowas zu programmieren. Das ist einfach Wahnsinn, ja. Und das ist die Dualität, das ist diese, man könnte fast sagen, geniale Erfindung des Ichs, der Trennung, ja, was für viele Menschen ja auch sehr schlimm dann ist, wie ich rede auch von mir, ja, ich war so verzweifelt, dass ich mich umbringen wollte, ich hätte es fast nicht mehr ausgehalten. Ich hätte es auch fast getan, ich war ein paar Mal dicht davor, Gott sei Dank habe ich es nicht geschafft, ja, aber ich weiß, was Verzweiflung ist. Und das ist aber so, auch so im Nachhinein kann ich nur sagen, es war gut, auch das war gut. Es war gut, das durchzustehen. Und es war gut, das auszuhalten. Es musste sein auf meinem Weg, offensichtlich. Es ist ein Teil meines Wegs. Nicht, dass, das ist bei, nicht bei jedem so. Ja. Es muss nicht immer mit dramatischen Verzweiflungen ablaufen, alles. Auch nicht der spirituelle Weg. Die wollen auch mitmachen. Und wenn du das Spiel sehen kannst, ne? Geht das auch noch, wenn du dich mit diesen schrecklichen Dingen oder mit den schrecklichsten Dingen auf der Welt konfrontierst? Ja, also. Fehlt da irgendwie so eine Art Mitgefühl oder sowas? Ja, natürlich. Also, Nein, das Mitgefühl ist ja eine ganz, das ist ja noch eine ganz andere Qualität. Das ist sozusagen das, was am ehesten von diesem Gewahrsein ausgeht. So dieses. Das ist eine Qualität von Liebe. Deswegen gebe ich auch Satz sagen, am liebsten würde ich eigentlich gar nichts machen und nur zu Hause sein und die Beine hochlegen, aber es ist für mich eine gelebte Liebe auch und es ist schön. Ja. Und für mich hat Satz sagen in dem Sinne keinen Sinn, weil es gibt nichts zu verbessern. Ja, die Welt ist perfekt, wie sie ist. Also ich bin nicht auf dem Trip, dass ich euch erleuchten will oder so. Überhaupt nicht. Ich will auch nicht, dass ihr erwacht oder sowas. Das ist alles, was heute in der Szene so ist, dieses sogenannte Erwachen, ja, alle erwachen jetzt, ja. Und wer nicht erwacht ist, der ist ein Volldepp und die anderen sind schon erwacht und du musst auch noch, du kommst auch bald dran. Das ist überhaupt nicht mein Weg, oder das ist auch nicht, was ich erfahren habe. Ich habe sowas nicht, ja, ich habe auch so eine, ab dem Jahr 2000 kann ich sagen, ich bin erwacht oder irgendwie sowas, aber das ist alles völlig unbedeutend. Das Entscheidende ist letztlich eine Realisation der Zeitlosigkeit. Die man könntest ist. Du auch behalten, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine Bombe, was weiß ich, irgendwas ja. erleben würdest. Ja, das ist immer so, dieser Organismus würde natürlich mit Bestürzung, Entsetzen und sonst was reagieren, auch mit Weglaufen und Angst und sonstiger. Der würde auch vielleicht ums Überleben kämpfen, ja, aber ich bin nicht mehr identifiziert mit diesem Körper. Das ist der entscheidende Punkt. Bewussterer Gewahrsein ist frei davon. Dieser Körper erscheint, ich bin sozusagen meine eigene Erscheinung. Ich bin wie so ein. Jemand, der mit so einem Schatten rumläuft und ständig beides gleichzeitig ist. Also ich bin der den Schatten wirft und ich bin der Schatten. Und ich sehe dann, der Schatten ist das hier. Aber ich bin gleichzeitig auch das, was den Schatten wirft, was sonst aber leicht vergessen wird. Und so ist diese Spielwelt sozusagen, ist, wenn sie dramatisch wird, für den Schatten hier, der in der Welt ja auch ein Teil davon ist, dramatisch. Ja, der wird auch voll reagieren, der wird auch helfen oder sonst was machen oder wegrennen, je nachdem. Ja. Alles, ich sage mal, aus Selbsterkenntnis folgt nichts. Es gibt keine Konsequenz daraus. Es gibt keine Verpflichtung, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Alles kann, darf sein und nichts muss sein. Ja. Und es ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, dass man das jetzt so erreicht wie du. Oder was? Ich hatte keine Wahl. Ja, ich würde sagen, ich bin glücklich damit. Es ist ja. gut, dass das alles so gekommen ist. Aber ich hatte auch keine Wahl. Mhm. Wir haben die Depression so zugesetzt, meinem Ich-Bewusstsein, meinem Organismus, dass ich ständig immer diesen Wunsch hatte, irgendeine Ebene zu erreichen, die davon nicht berührt wird. Mir war immer klar, es muss vielleicht was geben, was nicht berührt wird durch die Krankheit. Was nicht durch diese Verzweiflung berührt wird. Mhm. Und da bin ich auf die Suche gegangen. Und das... Oder du hast es gefunden. Aber nee, es ist kein Finden. Es ist mehr so, dass es jetzt klar ist, dass es schon immer da war. Okay. Das ist das Verrückte. Aber ich kann in der Rückschau jetzt sehen, dass es überlagert war. Mhm. Es war verschwunden geradezu. Mhm. Also
von so einem mächtigen Spiegelbild, dass man den Spiegel nicht mehr sieht, sozusagen. So könnte man sagen. Ja? Also das Spiegelbild wird übermächtig und es wird vergessen, dass es nur eine Spiegelung ist. Es wird dann ernst. Ja, es wird der Ernst des Lebens sein, den es aus der Sicht des Gewahrseins überhaupt nicht gibt. Da das alles nur ein Film in dem Ganzen ist. Aber ein dramatischer Film. Im zweiten und Liebe und Mitgefühl ist das, was ausgeht von Gewahrsein, könnte man sagen. Die erste Qualität sozusagen, die in Erscheinung tritt davon. Deswegen hat mein Guru gesagt, Gott ist Liebe. Das ist die erste Aktion sozusagen, die erste Bewegung ist die Liebe dann, die in die Welt tritt und dann auch Sachen verändert. Oder? Das ist vielleicht das Einzige, was daraus folgt, dass Liebe vielleicht stärker wird, könnte ich sagen. Dass das wichtiger wird. Dass sie auch nicht mehr begrenzt ist, die Liebe. Früher war ich ja auch, als ich voll identifiziert war, war meine Liebe begrenzt auf weniges. Da habe ich mal Gott geliebt, meine Freundin damals und meine Eltern und meine Schwester, ja, und das war's, sozusagen. Da ist die Liebe begrenzt auf konkrete Objekte. Und jetzt ist sie allumfassend, jetzt ist Liebe. Das ist aber auch nicht so, was man so dauernd denkt oder fühlt, sondern das ist so ständig da. Das ist dieses Einssein mit allem. Es laufen ja immer nur Menschen um und sagen, ich bin erwacht. Und wie kann ein Ich denn sagen, dass es erwacht ist, wenn es nicht mehr da ist? Ja. Also das ist ja irgendwie... Ja. Wenn ich nicht mehr da bin, kann ich doch nicht mehr sagen, ich bin erwacht. Ja, ich sage auch dauernd ich, aber... Ja, ich verstehe das. Das ist ja wieder das Zentrum, was spricht. Ne? So, ja, das ist, aber da ist ja doch... Da sehe ich doch immer das Ego noch da. Also jetzt nicht bei dir, aber doch bei vielen. Das ist ja das, was ich manchmal auch als Erwachenskrankheit oder als Erwachenshysterie bezeichne, was gerade stattfindet. Jeder ist plötzlich erwacht. Jeder ist erwacht und das ist ein... Da ist jemand, der erwacht ist. Ja. Also Karen zum Beispiel, der lacht sich tot darüber. Ne? Also ich sehe es ähnlich. Ja. Die Wahrheit ist, dass es keinen Erwachten gibt. In Wahrheit. Da ist niemand. Niemand ist erwacht, niemand ist erleuchtet. Es gibt Erleuchtung, es gibt Wahrheit überall. Aber die ist nicht begrenzt auf irgendwas. So mag es scheinen, dass durch gewisse Figuren dann, dass sich das halt irgendwie manifestiert oder dass das da präsenter ist, ja, dann nennt man das einen Lehrer oder so. Okay, ja, aber in Wahrheit, also ich würde mich nicht als erleuchtet bezeichnen, auch nicht als erwacht oder so. Ja. Diese ganzen Label, das ist alles Unsinn. Ja, ich bin eben das, was nicht kommt und geht, das sage ich ganz gerne. Ich bin das, was keinen Anfang hat und kein Ende hat. Das bin ich. Und das meine ich jetzt unabhängig von dem Traum und Tiefschlaf und so weiter. Ja, das hat damit nichts zu tun. Ohne Anfang, ohne Ende. Ja, es ist einfach zeitlos. Ja, ich bin diese Zeitlosigkeit. Dieses zeitlose Gewahren, welches Grundlage aller Erfahrungen ist. So, das würde ich sagen. Ich bin die Grundlage aller Erfahrungen. Und das sind sehr, daraus folgt so für diese Figur hier, da geht so was Beruhigendes davon aus, weil diese Figur dann merkt, die ist gar nicht so wichtig hier. Also ja, das Ding, was hier redet und Satz angibt und so, das ist gar nicht so wichtig. Ob das jetzt gut oder schlecht ist oder wie auch immer, das ist alles nicht wichtig. Ja, es wird der Druck rausgenommen. Ja, die Dramatik ist weg. Weil dieses Ding hier weiß, dass es irgendwie gar nicht so richtig echt ist. So, ist echt so. Es ist wirklich so, früher hat meine Frau zu mir mal gesagt, irgendwie, ich wäre ein Traumtänzer. So. Fand ich irgendwie doof in dem Moment, weil sie es negativ meinte, aber so im Nachhinein finde ich das total klasse. Ich bin Traumtänzer. Ne? Also ich tanze in einem Traum. Ja, das ist für mich die Wahrheit. Und ja, zu dem Erwachen nochmal, also ich habe ja auch im Jahr 2000 geglaubt, ich wäre erleuchtet. Damals habe ich das nicht Erwachen genannt, sondern Gleicherleuchtung genannt und bin losgerannt und habe Satz angegeben. So. Damals war das noch gar nicht so krass. Damals war noch viel weniger da. So, ja. Und trotzdem war ich da in der Falle gelandet, weil ich meinte, also ich habe plötzlich so eine, ich kann es ja sagen, was passiert ist, es ist so eine Verschiebung passiert von persönlichem Bewusstsein zu einem unpersönlichen Bewusstsein. Das wird heute auch vielfach als Erwachen definiert oder so, oder erlebt.
Und das war dann ab dem Jahr 2000 bei mir wirklich permanent. Dieses unpersönliche Bewusstsein. Ich war einfach nur noch Bewusstsein. Aber ich war noch begrenzt irgendwie auf den Wachzustand. Also da war noch irgendeine Verwechslung mit diesem Ich Bin und das war alles noch nicht sauber. Das war so, ich sag mal, einen Schritt raus aus dem grobstofflichen Ego, aber ich war ein feinstoffliches Ego. Ja, ich war so begrenzt auf den Wachzustand noch, war mir dessen aber nicht bewusst so richtig. Und dachte schon, das ist es jetzt. So, boah. Ja, unbegrenzt. Und dieses Ich Bin, das war damals auch ganz, damit konnte ich was anfangen. Das war dieses, ich habe mir das mal, weißt du noch, ich habe mir noch einen Zettel an die Wand gemacht. So. Habe ich draufgeschrieben, ich bin. So. So ein Poster an die Wand. Ja, das war für mich damals, für mich war das damals alles im Video. Ja, Kutte hat er angehabt, richtig schön orange. Ja, Kutte nicht. Doch. Nein, das war ein oranger Yoga-Anzug. So habe ich ihn kennengelernt. Ja, ja. Das war ziemlich heftig damals. Das war heftig. Aber wie meinst du das begrenzt auf den Wachzustand? Ja, ich war noch identifiziert, dass man kann mit einem feinstoffliches Ego oder ein spirituelles Ego machen. Ich war mit diesem Ich-Gefühl. Dieses Ich-Gefühl hatte sich gelöst von dem Ich bin Jens. Ich bin die Person. Ja? Das hatte sich davon gelöst. Und das ist schon, dieser Schritt, der war für mich damals vom Erleben gigantisch. Also deswegen sind ja so viele Leute erwacht heute, weil die sowas Ähnliches erleben. Vermutlich, sage ich mal, im besten Fall. Viele erleben es vielleicht auch nur phasenweise. Ja. Ich sag mal, wenn man überhaupt sowas von Erwachen sprechen kann, dann muss das schon dauerhaft auch sein. Wenn man da dauert nur, wenn man da so hin und her kippt, irgendwie, das nutzt ja auch nichts. Ja, also, und dann kann ich nur sagen, selbst wenn das dauerhaft ist, selbst wenn das Ich Bin sich von dem Ich Bin die Person gelöst hat, ist es noch längst nicht die volle Selbsterkenntnis. Denn die ist erst dann vorhanden, wenn ganz klar realisiert wird, dass das schon vorher war. Schon bevor jedes Ich Bin, bevor ich bin vor jedem Ich, also das, was ich bin, Gewahrsein ist vor jedem Ich, vor dem Aufwachen. Ich bin schon vor dem Aufwachen, existiere ich schon. Deswegen sagen ja manche auch, ich existiere vor der Geburt. Ja. Die Zen-Meister sagen, sag mir dein Sein, wie warst du vor der Geburt? Erklär mir das. Ja. So. Wenn da einer kommt, da gibt es auch Schüler, die sagen, jetzt habe ich das Koran gelöst, bin ich jetzt erläutert, sagt der Meister erstmal, erzähl mir von dem Zustand vor deiner Geburt. Und wenn da nichts kommt, dann ja, meditiere weiter. Ja, also wenn das quasi nicht vorhanden ist für den. Oder, ja, dann merkt man, ich bin noch identifiziert mit diesem Ich-Bin-Gefühl, ja, mit diesem Ich-Gefühl. Und das kann sehr leicht passieren. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Bei mir war das so ein Durchgangs. Das hat, glaube ich, mehrere Jahre gedauert, bis das so zurückging. Vielleicht sogar 10, 12 Jahre, bis das dann irgendwann seine Bedeutung verlor. Und dann ging es noch mal tiefer in dieses, wo ich plötzlich merkte, das, was ich bin, ist irgendwie ununterbrochen. Das wurde plötzlich festgestellt, dass das ja gar nicht anfängt und aufhört. Dass das auch nichts mit dem Wachzustand zu tun hat. Das hat bei mir so circa 12 Jahre nochmal gedauert, ab 2000. Ja, und davor habe ich lange Zeit eben am Anfang nicht geglaubt, ich wäre erleuchtet und dann bin ich später zurückgerudert, als ich noch zwei Depressionen verpasst gekriegt habe, habe ich irgendwie gemerkt, nee, also irgendwie, ja, die waren dann auch nicht mehr so schlimm, weil ich war ja nicht so richtig krank. Also das, was ich, dieses Ich Bin, Bewusstsein ist ja nicht krank. Also dieses Ich Bin kann auch nicht krank werden. Das ist auch schon, wenn man sich als dieses Ich Bin erstmalig realisiert, ist das schon eine verdammte Befreiung so. Weil, Mann, da bin ich plötzlich nicht mehr berührt von den Gedanken. Weil dieses Ich Bin geworden ist ja im Wachzustand immer. Du bist ja immer dieses Ich-Bewusstsein, bist du immer. Ja, da kannst du auch denken, was du willst und kann passieren, was du willst. Das ist so wie so ein, das ist im Grunde so eine Art, na, man könnte fast sagen, so eine Art Vorstufe oder Zwischenstadium. Und das nennt man feinstoffliches Ego. Die immer kennen da diese Koshas, diese Hüllen. Ja, das sind verschiedene Identifikationsmöglichkeiten. Die letzte ist die Kausale. Das wäre dann die, wenn man sich da quasi mit dem, was, das ist so ein bisschen trickreich, das ist das, was im Tiefschlaf auch ist, aber dann noch begrenzt auf den Zeugen, also auf dieses Bezeugen. Da ist noch so eine subtile Trennung zwischen Zeuge und Bezeugtem. Da ist das noch nicht so richtig vereint. Ich weiß nicht, wo ich bin, keine Ahnung. Also, kann sein, dass ich ein kausales Ego jetzt habe, oder auch egal. Dauert vielleicht noch ein paar Jahre, bis das dann auch noch weg ist irgendwann. Aber ja, also, ich habe es auch aufgegeben, mich da irgendwie anzusortieren. Oder? Das ist mir egal. Also das, was ich bin, ist zeitlos, Punkt. Alles andere interessiert mich nicht mehr. So.
Aber die, also um dann nochmal darauf zurückzukommen, auf was er macht, es gibt viele Fallen, so, wo sich die Identifikation nur verschiebt, also wo die sich subtilisiert, ja, die wird subtiler und dann vielleicht sogar mächtiger. Ja. Wenn ich erwacht bin, dann kann ich ein mächtiges Ego entwickeln. Mann, dann bin ich erleuchtet. Was habe ich damals für Leute erlebt? Und ich war ja auch so. Ne? Ich war am Anfang war ich der Meinung, wenn eine Frau mit mir nichts anfangen will, dann ist es schlimm mit der was nicht. Ja, weil ich bin ja jetzt erleuchtet und könnt ihr euch doch nicht entgehen lassen ungefähr. Ne? Also seid ihr verrückt geworden. Ne? Wieso? Ja, das gibt es doch gar nicht. Ne? Ja, das. Aber das ja. Sieht man ja auch immer wieder, dass irgendwelche großen Meister dann auch irgendwie irgendwas passiert und Schwächen haben. Naja, Schwächen, menschliche Schwächen hat ja sowieso jede Erscheinungsfigur hier. Das ist ja unabhängig davon. Das ist ja wieder so, das sind ja mehr die persönlichen Eigenschaften, die ja auch weiter bestimmen. Ja, die dann häufig, wenn die Identifikation sich da subtilisiert hat oder sogar weg ist, dann sind die ja befreit. Dann ist da kein Denken mehr, dass da was verkehrt ist. Also da kann man eher heftiger werden. Das ist so der Effekt, den man bei vielen auch beobachten kann, bei vielen Lehrern, dass sie eher energischer werden oder leidenschaftlicher dann, noch persönlicher werden, obwohl sie damit nicht mehr identifiziert sind, so, wenn sie damit denn, wenn das so ist. Dann. Also bei mir, ich kenne es so, dass ich, ja, da ist einfach kein Denken mehr, das ist verkehrt jetzt so. Das wird dann schon vom Leben zurechtgestürzt. Also immer knallt man so vor die Wand, dass man das schon anders macht nächstes Mal. Dann. Also das spielt alles keine Rolle. Ja. Und Gewahrsein, das Eigentliche hat überhaupt gar keine Eigenschaften. Ist vollkommen eigenschaftslos. Und alle Eigenschaften dürfen erscheinen. So wie sie sind. Also es nimmt auch in dem Sinne keinen Einfluss. Gewahrsein macht nichts mit dem, was da erscheint. Alles, was da was macht und was da Aktionen. Das ist schon alles Erscheinung. Das ist schon in dieser Projektion dann. Ja. Wurde schon was? Nö, stellt keiner eine Frage, aber ja. Sind Leute da. Na, wunderbar. Könnt aber auch gerne was fragen. Ich hätte schon auch mal eine Frage. Und zwar irgendwie, also seitdem ich sozusagen da so ein Gespür bekommen habe, ne? Oder oh, ich hatte auch schon. Phasen, wo ich da näher dran war. Ne? Aber seitdem ist bei mir jetzt so auch wirklich die Motivation, irgendwas in diesem Leben zu erreichen oder irgendwas zu machen, ist irgendwie auch weg. Ne? Und vorher hatte ich da meine Bereiche, wo ich irgendwas gemacht habe, Erfolg hatte und so. Und das macht alles nicht mehr. Und ich finde das aber irgendwie blöd. Also ich finde es irgendwie blöd, dass ich jetzt mich nur noch damit beschäftige. Und aber anscheinend mal irgendwie auch nicht weiterkommen. Da zum Zeitzorn und da noch und da noch und alles verschiedene Aspekte lerne ich kennen. Und aber wieso will ich das irgendwie alles hinschmeißen, einfach jetzt mal erleben? Und dann ist es irgendwie so ein, als ob ich dann so ein Hamsterrad bin und dann einfach nur da aussteigen müsste und dann fängt es einfach so. Weißt du, was ich meine? Lässt dich nicht mehr los, so ich dir. Nee, aber gleichzeitig ja, urteile ich auch ein bisschen drüber oder weg. Aber ist es ja wirklich alles nur total Hirnschiss. Ja, ja, klar. So wie andere das vielleicht von außen so sehen würden. Ja, ja. Habe ich dann auch mal gedacht, meine Güte, was will ich? Also ist es definitiv nicht. Also das ist absolut. Okay, man kann nach Erleuchtung suchen, man muss es nicht. Aber wenn man es tut, soll man es tun. Also ich hatte keine Wahl. Ja. Ich hatte echt keine Wahl. Also null. Ich war so absorbiert von dieser Suche, von der Sehnsucht, das war eine Sehnsucht nach Erleuchtung. Die war so stark, dass ich
an nichts anderes mehr gedacht habe im Libro zum Schluss. Das heißt zum Schluss, also immer wieder mal in Phasen, wo sich dann auch was verändert hat. Ich war ständig damit beschäftigt. Und jetzt auch ab diesem Erwachenszeitpunkt, ab 2000, war ich immer noch total damit beschäftigt. Mhm. Erst so in so einer Art von Verdrehung, von was ich gerade beschrieben habe, diese Falle. Mhm. Und später dann, als ich merkte, als es mir dämmerte, das ist irgendwie doch noch nicht so ganz alles, da ging mir so eine Art Suche, könnte man nicht sagen. Kann man nicht sagen, weil Suche trifft es nicht mehr so. Man kann da nicht mehr suchen. Mhm. Es ist irgendwie, dafür ist man schon zu subtil, wenn du so willst. Mhm. Ja. Aber da ist dann trotzdem noch Sehnsucht. Da taucht plötzlich dann wieder diese Sehnsucht auf. Das ist es nämlich. Und verdammt nochmal, ne? Was ist es denn dann? Und so weiter. Aber du merkst immer, du kannst nichts mehr tun. Also ich bin seit dem Jahr 2000 in so einer Phase gewesen, diese 10, 12 Jahre, die dann kamen, dass ich merkte, nee, du brauchst nichts zu tun. Das passiert von allein. Das ist auch meine Antwort an dich. Also das ist geschehen. Ja? Also wenn Suche geschieht, lässt du sie geschehen. Es ist aber kein Widerspruch, weltlich aktiv zu sein. Also du kannst auch arbeiten und da, also ich habe auch Hobbys verfolgt die ganze Zeit immer. Ich habe, ja, wie ich vorhin schon sagte, Computerspiele mag ich gerne, zum Beispiel Musik hören und so. Ja. Es ist kein Widerspruch zu der Suche nach Erleuchtung, überhaupt nicht. Schließt sich auch nicht aus, aber alles sollte seinen Platz haben. So. Also früher war ich so vielleicht abhängig von Computerspielen oder da war das Leidenschaft. Heute mache ich das leidenschaftslos. Das macht Spaß, aber ich bin nicht gefangen davon. Ich bin nicht absorbiert wie früher. Also wenn ich spiele, bin ich natürlich schon absorbiert, aber nicht so richtig. Also das ist gelöst. Ja, und es kann aber sein, ich kann das gut nachvollziehen, dass so Phasen auftauchen, wo das nur noch Bedeutung hat, Erleuchtung, und alles andere weniger wichtig wird. Dann ist es auch völlig okay, sich nur noch darum zu kümmern, wenn man es kann. Wenn man es irgendwie so auf die Reihe kriegt. Also man sollte schon dafür sorgen, dass man noch eine Wohnung hat und was zu essen irgendwie. Alles andere ist nicht wichtig. Also das Ausleben, was gelebt werden will, da kann ich immer nur wieder empfehlen, aufs Herz und die Intuition fühlen, auf den Bauch hören oder aufs Herz, je nachdem, wo man das so fühlt bei sich selber und mehr so danach geht. So. Was will gelebt werden? Was ist das, was jetzt... Und wenn das wirklich Bier trinken ist oder Kino gehen ist, dann ist es das. Ja, oder wenn es Arbeiten ist, dann ist es das. Wenn ich jetzt einen Job machen will, wenn ich Geld verdienen will. Und so. Es kann auch jederzeit, es kann ja auch beides sein oder abwechselnd sein. Es kann auch sein, dass du mal wieder eine Phase kriegst, wo das Weltliche wieder viel wichtiger wird. Und dann ist es auch okay, dass, sagen wir so, wenn du einmal so drin bist in dieser Suche, da kommst du nicht mehr raus. Das lässt sich nicht mehr los. Ja, also das hört irgendwann von selbst auf. Aber den Zeitpunkt kannst du nicht bestimmen. Manche Leute sagen ja auch, ich habe die Suche beendet, ich bin jetzt durch damit. Ja. Vergiss es, ja, du kannst das nicht per Entschluss machen. Man kann versuchen, sich da intellektuell anzunähern. Man kann sich das klar machen, dass Suche nicht funktionieren kann. Weil in dem Moment, wo ich suche, bewege ich mich weg von dem, was schon ist. Also, und da das die Wahrheit das ist, was schon ist, mache ich genau das Falsche durch die Suche. Aber ich kann es auch nicht abstellen. Wenn die Suche da ist, ist sie da. Und so komisch das klingt, es hat irgendwie seinen Sinn. Also wenn da was in Gang kommen soll. Ja, das Problem ist, ich hatte schon mal das Gefühl, aber jetzt hat es beendet. Ne? Und das war ein ziemlich gutes Gefühl. Ja, das ist ja auch, du bist ja auch diese. Ist jetzt irgendwie alles wieder, du bist ja auch das, was nie sucht. Ja, dieses Gewahrsam, mit dem du auch bist, die jetzt auch bist, ja, das sucht ja auch nicht. Also jeder Mensch hat diesen Frieden in sich, ja, die ganze Zeit. Und wenn man jetzt durch Meditation oder durch Satsang oder durch eigene Selbsterforschung dahin kommt, in so einem Zustand, wo man das spürt, dass da ja so eine Qualität der Nichtsuche auch ist, in einem, dieser Frieden, ja. Dann könnte man wirklich glauben, jetzt habe ich aufgehört zu suchen. Ja, der Trick ist aber, dass da nie gesucht wird. In dieser Tiefe des Seins wird nie gesucht. Aber im Denken und wir sind dann so programmiert, dass wir Ziele erreichen wollen und so. Und wenn das noch Wichtigkeit hat, dann kann das auch Sehnsucht erzeugen. Ja, dann kann das auch dieses Gefühl erzeugen, dass da was fehlt.
Ja. Jens, ich habe hier was von Marco. Wird dieses Spiel, diese Dualität irgendwann mal ein Ende haben? Manche sagen, das Spiel der Dualität auf der Erde sei begrenzt, also zeitlich begrenzt. Manche sagen, die Dualität hat sich selbst nun genug erfahren und wird irgendwie beendet werden. Die Welt geht unter. Danke, Marco. Ja, die Dualität endet, wenn du einschläfst, Marco. Ja, in jeder Nacht ist sie weg. Gibt es weder Welt noch Universum. Ja. So, und diese Mutmaßung, ob da irgendwas dauerhaft, ob wir jetzt Armageddon erleben und das war's, da möchte ich mich nicht dran beteiligen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich glaube, dass ziemlich viel sich verändern wird im Laufe der nächsten Jahrzehnte, aber die Menschheit wird weiter existieren. Und deswegen wird auch das Spiel der Dualität noch eine Weile weitergehen. Ist meine Einschätzung. Aber das Entscheidende ist die Erkenntnis, dass eben diese Dualität, von der du sprichst, äußerst flüchtig ist. Ja, dass sie genauso kommt und geht, wie Wachzustand und Traumzustand und Tiefschlaf kommen und gehen. Ja, diese Zustände. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es ist das, worin diese Zustände erscheinen. Das ist das Entscheidende. Und da ist nie Dualität. Das wäre eigentlich eine gute Frage. Gibt es denn überhaupt Dualität? Wirklich? Was ist denn das? Ja, Dualität ist das. Die Dualität, wenn man da so drüber spricht im Verstand, dann ist sie ja im Grunde ein Konstrukt und ein Ausdruck dessen, wie wir die Welt erfahren als Person, persönlich. Aber wenn man von der anderen, wenn man da ein bisschen losgelöst guckt, wo ist denn die Dualität? Gibt es sie überhaupt wirklich? Naja, es gibt sie als Erscheinung, absolut wirklich, ja. Also als Film. Ja, aber es gibt sie nicht als einzige Realität, wie viele ja so erleben und denken, das ist ja die Wahrheit dieses Universums. Und so. Es gibt nicht hier die Dualität und da die Nicht-Dualität. Nee, das ist genau das ist dieses falsche Verständnis. Das wäre ja schon wieder dann nicht dual. Nicht dual bedeutet eins mit allem. Und das schließt sogar duale Erfahrung mit ein. Also ich kann, das non-duale Bewusstsein erfährt ja selbst, wenn du so willst, diese Dualität, indem es sich scheinbar durch das Ich, glaubte ich, durch diese Trennung trennt von dem Ganzen. Aber es ist ja nicht getrennt. Die nicht-duale Erfahrung ist ja, oder das nicht-duale Bewusstsein ist gleichzeitig vorhanden. Es ist nur überlagert. Genauso wie, wenn eine Wolke vor die Sonne zieht, hört die Sonne ja auch nicht auf zu existieren. Aber du siehst sie nicht mehr. Ja, so ungefähr. Also insofern ist, man könnte sagen, beides stimmt. Also die ist als Erfahrung ist Dualität real, aber jenseits von Erfahrung, im reinen Bewusstsein, ist sie absolut eine Erscheinung und deswegen nicht real. Ist sie eine Welle auf dem Ozean, ein Hauch im Wind. Also das ganze Universum ist sozusagen ein flüchtiger Hauch. Ja. Da ist unser Denken einfach begrenzt. Ne? Wir denken halt nur so weit, wie unser Körper reicht oder unsere Lebensspanne, vielleicht noch das Universum, aber da hört es dann auch auf. Das Denken ist ja, das Denken ist ja schon aus der Dualität geboren. Ja. Da, es entsteht nur in der Dualität. Genau. Ja. Und insofern kann es sich auch nur mit der Dualität beschäftigen. Denken ist immer dual. Deswegen ist ja der Ich-Gedanke, der Wurzelgedanke nötig, damit überhaupt ein Denkvorgang funktioniert. Deswegen hat Ramana ja immer gesagt, der Ich-Gedanke ist das, was ihr untersuchen müsst, weil beschäftigt euch nicht mit den Gedanken, sondern untersucht nur den Ich-Gedanken. Ich-Gedanke ist das Ich-Gefühl, dieses Ich-Bin, ja, das ist der Ich-Gedanke. Also es ist jetzt nicht das Wort, wenn ich denke im Kopf, das ist nicht gemeint, sondern es ist schon tiefer. Der Ich-Gedanke ist schon ein bisschen tiefer geht, sondern es ist dieses Ich-Bin-Gefühl. Dieses Ich-Bin-Gefühl ist die Grundlage des ganzen Denkens. Ohne dieses scheinbare Subjekt, welches ja so diktatorisch alles an sich reißen kann. Ohne das gäbe es überhaupt keine Gedanken. Deswegen gibt es im Tiefschlaf auch keine Gedanken, weil das Ich-Bin-Gefühl auch, das Ich-Bin ist nicht da. Der Ich-Gedanke ist im Tiefschlaf nicht da, deswegen gibt es gar keine Gedanken. Deswegen ist das der Wurzelgedanke. Deswegen setzt man da am besten mit der Selbsterforschung an.
Deswegen halte ich auch nichts von Gedankenkontrolle, um da nochmal zurückzukommen. Ne? Nichts von Gedankenkontrolle, Gedankenunterdrückung oder sonst was, weil es alles nur rumdoktern an den Symptomen ist. Das Eigentliche ist dieses Ich, das reine Ich, das Ich bin. Ja, das ist die Grundlage. Und das zu beobachten, zu erforschen, kann dazu führen, dass man sich plötzlich als Gewahrsein erlebt, als der Zeuge erlebt ist, dieser Erscheinung. Und dann fasst man sich plötzlich am Kopf und denkt so, Mensch, wie konnte ich mich denn bloß damit verwechseln? Das ist ja Wahnsinn, ich bin das ja gar nicht. Ich bin das ja alles gar nicht. Und das ist natürlich auch wieder nur ein Gedanke, der das ein bisschen widerspiegelt. Aber das eigentlich ist diese Erfahrung der Losgelöstheit, der Freiheit davon. Das ist die Erfahrung der Freiheit von diesem ganzen, von sich selbst. Man ist von sich selbst befreit. Deswegen, das ist Befreiung. Man ist von sich selbst befreit. Von diesen ganzen Dingen, was hier dauernd rumläuft und denkt und macht und tut, ist das, was eigentlich schon immer frei war. Deswegen ist so paradox, wenn man das sagt. Denn das Gewahrsein ist immer schon frei. Aber das wird erst dann sozusagen hier fühlbar richtig im Leben, wenn diese Identifikation nachlässt oder sogar völlig irgendwann verschwindet oder als illusionär sozusagen, als Gedanke nur noch erlebt wird, dann ist ständig das, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Ja, also es ist dann was anders auf einmal. Und deswegen war da so hinterher vielleicht, ja. Weil das schon was ändern kann auch. Aber für das reine, für die absolute Wahrheit ist das kein Unterschied. Ja, die absolute Wahrheit, der ist es sogar egal, ob hier Dualität stattfindet oder nicht. Das hört sich brutal an, ne? Gegenüber dem scheinbaren Ich, welches leidet und so. Sagt die absolut non-duale Bewusstsein könnte sagen, so, das ist egal, ich spiele dieses Spiel. Ja, also, das ist verrückt. Völlig verrückt. Weil es eben keine Bedeutung hat oder keinen Wert an sich, sondern. Es geschieht halt. Ja, manchmal denke ich sogar, Gott spielt dieses Spiel sogar gerne. Irgendwie, weil er verliert ja nichts dabei. So brutal das klingt. Ne? Wenn ein Mensch leidet, ne? in seinem Ich-Bahn leidet, dann verliert Gott nichts. Er gewinnt auch nichts, aber er verliert auch nichts. Ja, das ist das non-duale, reine Gewahrsein ist immer unberührt von allem. Immer. Und da das jeder ist, ist da auch niemand vertrieben aus dem Paradies. Diese Vertreibung aus dem Paradies ist eine reine Illusion. Die gibt es nicht wirklich. Aber gewinnt das Erfahrung. Verliert nichts, aber gewinnt Erfahrung, oder? Ja. Man könnte sagen, es ist so die Erfahrung der Vielheit dann. Ja, der Trennung der Vielheit. Ken Wilber hat mal gesagt, Gott wollte nicht alleine essen. Das ist irgendwie so, ja, das ist irgendwie gar nicht schlecht. Also, ja. Aber die Erfahrung verändert auch nichts. Genau. Die Erfahrung ändert letztlich auch nichts. Hm. Nee. Es ist nicht so, dass man durch Erfahrung bereichert wird. Die Person, ja. Ja, scheinbar, ja, ne? Das Erfahrene oder das, was sich erfährt, diese Projektion, die hat was davon sozusagen. Das ist aber erst, und das ist ja selber schon wieder die Spiegelung sozusagen. Mhm. Das ist schon selber wieder in dem ganzen Spiel. Ja. Gott wirft sich ins Spiel rein als Abbild von sich selbst und da werden Erfahrungen gemacht und Leid erfahren und Glück erfahren und alles Bedingte erfahren, alles kommt und geht, ja. Und das Eigentliche, was es hervorgebracht hat, was man auch Schöpfer nennen könnte oder Gott nennen kann, wird nicht verändert, überhaupt nicht. Dadurch nicht mal berührt. Null, gar nicht. Das ist, so erfahre ich das irgendwie, so, diese Unberührtheit. Die ja gleichzeitig auf der relativen Ebene totale Berührtheit auch bedingen kann. Vielleicht sogar noch mehr, weil eben da keine Hemmung ist. Da ist nicht irgendwie so ein Denken, dass als Mann darf man sich nicht berühren lassen oder so. Ja, nee. Ist alles möglich. Ja, eigentlich, man kann ja sagen, es gibt ja eigentlich nichts
nichts Persönliches im Sinne von getrennten. Und in dem Sinne kann man auch sagen, es gibt, also mal jetzt, wenn man Intelligenz nimmt, es gibt nicht eine Person, die ist intelligent und eine andere, die ist nicht intelligent, sondern die Intelligenz ist ja auch Teil des Spiels oder ist ja auch die Einheit. Naja, das ist schon in dem ganzen Spiel. In dem Spiel. Ja, da tauchen die verschiedenen Figuren auf, aber die sind natürlich innerhalb, dann sagt er, im Relativen sind die schon wahr, relativ wahr. Relativ wahr sind die schon, also wir sind ja als Menschen relativ wahr. Ne, als Menschen gibt es uns und jeder hat verschiedene Eigenschaften, auch unterschiedliche Intelligenz. Aber das ist alles schon in dem ganzen Spiel. Aber diese Eigenschaften gehören niemandem. Also naja, die gehören doch, die gehören schon den Organismen, gehören die schon, doch, doch. Aber das, was du bist, hat damit nichts zu tun. Das ist das Entscheidende. Ja. Ja? Also im Relativen als Menschen kann man sich davon nicht trennen. Also dieser Körper, dieser Organismus hat Eigenschaften. Ja, da sind wir nicht anders als Tiere, die einfach angepasst sind an die Natur, um zu überleben. So sind wir auch. Ja? Und da hat der eine mehr Intelligenz, der andere weniger. Da war dann andere Qualitäten und so weiter, ja. Also, und das gibt es in dieser Welt, in diesem Schauspiel gibt es das alles, aber absolut gesehen gibt es das alles auch gleichzeitig nicht. Also als Wahrheit. Es ist absolut gesehen nur ein Spiel, eine Erscheinung. Mhm. Und das gehört aber dazu, wenn dieser Tagtraum hier läuft. Sag mal gern Tagtraum, ja, dann ist der in dem Moment auch Gott. Das ist ja auch alles jetzt Gott. Ja, das ist, weil es jetzt ist. Und wenn ich nachher schlafe im Tiefschlaf, ist alles wieder weg. Und dann bin ich genauso göttlich, genauso Gott. Tiefschlaf, Leere, nix. Gott. Ja, und jetzt aber auch. Das ist non-dual. Non-dual bedeutet, da ist einfach nichts außen vor. Da fehlt einfach nichts. Da ist alles mit drin. Alles. Wirklich buchstäblich alles. Und es ändert sich nichts und doch ändert sich alles. Genau, dieses, beides, genau, genau. Ja, ja. Es ist so, sozusagen wirklich wie eine Wasseroberfläche, die ständig in Bewegung ist. Mhm. Und bleibt immer Wasser. Mhm. Das ganze Getöse bleibt immer Wasser. Der ganze Ozean bleibt Wasser. Ja. Kann sich bewegen, kann Gezeiten haben, hin und her schwappen, kann Tsunamis aufs Land senden. Ja. Bleibt immer Wasser. Mhm. Und so ist es auch mit dem Gewahrsein. Es bleibt immer Gewahrsein, egal was darin erscheint. Und da ist Bewegung, da ist dieses Leben, ist hier Bewegung, ist Dynamik, ist Veränderung und gleichzeitig totale, ja, jenseits davon, gleichzeitig. Und das eine existiert, also Gewahrsein existiert ohne Welt, aber die Welt nicht ohne Gewahrsein. Ja, das ist, wenn wir es subjektiv sehen, wenn wir es jetzt versuchen mit Gedanken und so wissenschaftlich, dann kannst du sagen, ja, ist doch Quatsch, wenn du nachts schläfst, dann ist doch alles da. Ja, aber es gibt keine Erfahrung davon. Rein theoretisch könntest du sterben im Schlaf und ja. Es ändert sich nichts. Nee, genau. Ja. Mhm. Du weißt nicht, dass dein Körper da liegt, wenn du schläfst. Weißt du nicht. Erlebst du nicht. Am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, weißt du, ah ja, alles gut. Bin noch immer hier und hab gut geschlafen. Dann weißt du das. Aber nicht währenddessen. Da gibt es weder Körper, weder Welt. Noch Bewusstsein, welches jetzt im Sinne von Ich-Bewusstsein gibt es nicht. Kein Ich-Gedanken, kein Ich-Bewusstsein. Das Ganze ist sozusagen auf nichts aufgebaut. Das ganze Universum ist sozusagen aus dem Nichts kommt das, könnte man sagen. Kommt aus dem Nichts, geht ins Nichts. Deswegen kann man es auch nicht verstehen. Nee. Verstehen deswegen kann man es nicht greifen und nicht wirklich verstehen. Weil aber man kann es, wir sind es die ganze Zeit. Ja. Und es gibt Ekstasen, es gibt ekstatische Erfahrungen sozusagen, die das auch ganz klar dann machen. Wo man dann weiß, das ist wirklich so. Ich bin ja wirklich in Wahrheit das ganze Universum oder das, was ich bin, ist das ganze Universum. So dieses, ja, diese Grundlage von allem. Das bin ich zutiefst. Ja, mehr, genau, mehr. Ja, ja, das ist, ich war, bevor das Universum war schon. Das ist diese Erfahrung, die man in ekstatischen, ja, Momenten erleben kann. Ja.
Das ist schön, dass du das jetzt gerade sagst. Und das hat mir so richtig so vorher immer, ja, da ist nichts. Und dann mit der Ekstase, das bildet richtig so diesen, ha, ich dachte, ja, da hat man wirklich so einen Grund, so zu sagen, ja, das hat sich gelohnt, dass ich hier bin. Ja, also sonst sind das alles immer, das sind alles das Gleiche. Ja, und im Grunde ist das nichts. Und dann habe ich gedacht, da muss doch aber, ja, also da kriege ich irgendwie, ich fühle mich dann wie so eine Atombombe. Ne? So, dann. Ja, ich möchte ja gerade, das ist ja das, warum ich hier irgendwie, es ist so schön, wenn du das sagst mit der Ekstase, das ist so. Ja. Weil sonst hätte ich gar keinen Grund, hier irgendwie da zu sein, weil ich möchte ja irgendwie genau diesen Prozess durchmachen. Das ist ja dieser Wahnsinn von diesem Nichtsein und Dochsein und hier sein und nicht da sein und wuff. Ja, so. Ja. Was hast du denn, da hat doch der Captain Peng dich mal gefragt, was ist Gott? Und hast du gesagt, das? Und da habe ich gesagt, ja, genau das, hurra! Ja, da habe ich versucht, so bildlich, ja, so theatermäßig, weil er das, die Sprache ja auch versteht, ja, habe ich versucht, das so nachzuspielen. Ja, also schön. Bin dann so aufgesprungen. Ja. Ja. Aber das kann man eben schlecht beschreiben. Ja. Vielleicht hat es das ganz gut getroffen, so, ne? Dieses, ja. Aber ich muss im Nachhinein sagen, das war jetzt nicht Erleuchtung oder sowas, ja, überhaupt nicht. Also nee. Aber wichtig, wenn das passiert, dann hat es seinen Sinn. Und später muss in der Rückschau weiß ich, dass diese Gotteserfahrung am Anfang mich davor bewahrt hat, mich umzubringen. Weil jedes Mal, wenn ich diesen Ding hier als Leder wollte, war irgendwie so ein Ding, das, was du bist, denk doch mal dran, das kannst du doch gar nicht töten. Was hast du denn hier vor jetzt? Glaubst du hörst dann auf? Oder wenn du das Ding jetzt umbringst, da war doch mal was. Da war doch mal was. Ja, und dann ging das auf einmal nicht mehr. Ja? Und für mich war das wichtig, dass ich so eine Erfahrung gemacht habe. Ja? Das ist aber jetzt nicht die Grundlage von dem, was jetzt heute ist, was Gewahrsein ist. Das Gewahrsein braucht solche Erfahrungen eigentlich nicht. Ja? Aber irgendwie ist das scheinbar manchmal nötig, um das Ego aufzubrechen wohl oder diese Identifikation in Frage zu stellen. Ich habe ja erst ab dem Zeitpunkt überhaupt das richtig ernsthaft in Frage gestellt. Dieses, ich wusste ja, was mein Ego, das wusste ich ja, das ist irgendwie dieses Ich. Scheiße, aber warum ist das immer da? Und das kann es ja nicht sein. Und da habe ich das erst so richtig in Frage gestellt, ab dem Zeitpunkt. Und dann wusste ich auch, das ist gar nicht real. Weil als das nicht war, als wenn man das zum ersten Mal bewusst erlebt, dass es einen Zustand gibt ohne Ich. Ja? Dann weißt du das, Mensch, ey, das ist es ja gar nicht, das ist ja gar nicht real. Das kommt, das hat ja einen Anfang und ein Ende. Aber das, was du da erlebst, das hat eine Qualität dann von Zeitlosigkeit. So, ne? Das war so der erste Durchbruch. Aber wie gesagt, man darf da nicht zu viel drauf geben auf solche Sachen. Die werden sich einstellen im Leben eines Menschen, wenn sie irgendwie sein müssen. Bei mir muss es sein, genau wie die Depressionen sein mussten auf der anderen Seite. Und woher weißt du, dass das stimmt? Was stimmt? Das die Erfahrung. Dieses andere, ja, was ja, dazu muss ich auch sagen, während das passiert ist, ist das keine Erfahrung. Da ist es jenseits jeder Erfahrung. Und deswegen weiß ich, dass das absolut wahr ist. Sogar in Erinnerung weißt du es immer. Das ist, ich sage gerne, das ist ein Zustand, der sich selbst beweist. Ja, dadurch, dass das passiert, ist das Beweis seiner selbst. Ja, das ist. Du weißt, dass es wahr ist. Ich weiß einfach, dass es absolut die absolute Wahrheit, dass es Gott ist. Das weiß ich ja, genau. Weil so von außen betrachtet könnte man. Wobei, kann man wieder fragen, wer weiß das jetzt, dieses Ich, was hier rumredet? Ne? Also, das ist ja nur ein Abbild. Also, da ist ja so eine Art dieses Ich-Gefühl, das ist ja hinterher wieder dazugekommen dann. Das Ich-Gefühl kam so mittendrin als Angst. Auf einmal kam Todesangst auf. Und dann setzte dieses Ich-Bewusstsein wieder ein und hat sofort gesagt, wenn das hier jetzt weitergeht, dann muss ich sterben. Und dann hat Gott entschieden, ja, nee, mach mal mit dem Ich weiter jetzt. Weil, ja, das war dann auch, ja, der Körper, der war ja wie so, das war wie, also ich war wie so eine Flamme. Das war Energie ohne Ende. Das muss man sich so vorstellen, wie 1000 Stecknadeln nur 1000 Mal stärker noch oder wie so ein Superorgasmus irgendwie. Es war total schön, aber gleichzeitig saumäßig natürlich anstrengend. Ja, das war, als ob jemand so eine 1000 Watt Lampe in mir angeknipst hätte. So. Kundalini-Erfahrung, ich weiß nicht. Also extrem, aber wirklich extrem. Und das hörte natürlich relativ schnell auf. Ja. Und da setzte dann wirklich das Denken wieder ein. Und dann hat dieses Ich hinterher gedacht,
ich habe es vermasselt, weil ich nicht loslassen konnte. Ja? Aber das war gar nicht, das wusste ich damals aber nicht, das war gar nicht der Sinn der Sache, sondern das war erst eine Initiation. Damals war ich noch gar nicht in der Lage, da dauerhaft irgendwas, was sich dauerhaft manifestieren könnte oder so. Damals war das einfach nur der Anfang. Man nennt das Initiation. Dass so der Guru kommt und zeigt, so das bist du, in Wahrheit bist du Gott. Du denkst jetzt, dass ich Gott bin, sagt der Guru, aber in Wahrheit, das bist du. Du bist das. Der hat mir quasi diesen Spruch, du bist das, hat er mir nicht gesagt, sondern demonstriert. In mir. Also, ja. Zeitlich gesehen noch weiter, also bei dem quasi dann dem jetzigen Bewusstseinszustand. Was auch immer. Woher weißt du, dass der wahrer ist als der vorherige? Ich meine, woher, also theoretisch könnte es nicht im schlimmsten Fall sowas sein, dass der Organismus so eine Art Selbsthilfefunktion hat, damit ich bloß geistig, seelisch gesund werde aus dieser Dauer der Person. Kann man sich alles so denken, klar. Ja. Aber also wenn so eine dauerhafte Erfahrung von Zeitlosigkeit ansetzt, ne? Diese Erfahrung der Zeitlosigkeit setzt irgendwann ein, aber da wird gleichzeitig was völlig Verrücktes realisiert, nämlich dass das nicht angefangen hat. Dass dieser scheinbare Anfang gar keiner ist, sondern dass da Zeitlosigkeit eben zeitlos war schon immer. Also ich weiß, dass das, was jetzt ist, das hat eben keinen Anfang. Das hat weder mit der Geburt angefangen, noch wird es mit dem Tod enden. Das ist so eine andere Qualität. Ich kann das nicht beschreiben, ich kann es auch nicht beweisen. Und es ist aber eine absolute Gewissheit da, dass das die absolute Wahrheit ist. Das Gewahrsein, dieses Zeitlose, dass das ist. Vor allen Dingen stellt sich ja gleichzeitig sowas ein, es ist sich seiner selbst genug, dieses Etwas, welches ist, welches jetzt als Objekt beschrieben wird, welches ja nie Objekt ist. Das ist ja das ewige Subjekt, das ist genau das, was jetzt hier spricht, sozusagen als Hintergrund. Ja? Dieses ewige Subjekt, welches nie Objekt sein kann, welches, von dem es auch keine Trennung gibt. Das ist eben nicht, es ist weder beweisbar, noch ist es irgendwie argumentativ darzulegen oder irgendwie gedanklich zu verifizieren. Es gibt keinen Beweis für Erleuchtung, sondern die Erleuchtung ist sich selbst ihr eigener Beweis. In dem Moment, ja, wo die Identifikation, die Trennung aufhört. In dem Moment, wo Trennung aufhört, brauchst du auch keinen Beweis mehr. Selbst im Jahr 2000, als ich noch voll auf dem Holzweg war, da hätte ich eigentlich noch eine Bestätigung gebraucht, aber ich wusste ja, dass das Quatsch ist, aber das war weil ich mich selbst ausgetrickst habe. Ja. In Wahrheit gehen ja viele los, die wollen eine Bestätigung für ihr Erwachen oder ihre Erleuchtung oder sonst was. Ja. Das ist alles Quatsch, weil Erleuchtung ist sich ihr eigener Beweis, die braucht keine Bestätigung mehr. So sehe ich es heute. Also, ja, das ist sozusagen aus sich selbst heraus genug, in sich selbst genug. Und alles, ja, das ist da kommt was zur Ruhe. Ja, da kommt wirklich was zur Ruhe. Du merkst, irgendwann hört diese Suchbewegung, die Sehnsucht hört auf. Da hört was auf irgendwann. Und ist sich in sich selbst genug. Und ruht in sich selbst ständig. Ist das vielleicht wirklich einfach ein Zustand, der seelisch-geistig gesund ist, gesünder ist? Würde ich nicht sagen. Also ich könnte an der psychischen Hornhaut sozusagen an der Oberfläche, dieser Organismus könnte gleichzeitig auch noch krank sein. Also wenn ich jetzt zu viel LSD nehme, dann kriege ich eine Psychose. Ja, also wie jeder Mensch, ja, wenn man es übertreibt. Also dieser Körper kann ja auch krank werden. Ramana Maharshi hat Krebs gekriegt. Ja, also dieser Organismus ist nicht gefeit vor irgendwas dadurch. Aber auch da wieder, das Eigentliche wird weder durch psychische Krankheit noch durch körperliche Krankheit berührt. Ja, genauso wie, um schon wieder dazu zu kommen, der Ozean wird nicht mehr oder weniger Wasser, ob er jetzt eine Welle hat oder nicht. Er bleibt immer gleich Wasser. Und so wirst du auch, wenn ich jetzt krank werde, dann wird mein Gewahrsein weder mehr noch weniger. Und wenn ich verrückt werde, auch nicht.
würde man es durch keinen Satz mehr geben können. Ja? Dann würde ich in der Klinik vielleicht noch sagen. Wer weiß. Ja, ja, aber das ist. Aber selbst da, also ich habe mich früher habe ich mich immer gefragt, wie wäre eigentlich, wie wär das, wenn ein Erleuchteter, ein wirklich Erleuchteter in der Klinik, in der Klapse wäre? Würde denen das irgendwie kaputt machen? Die ganzen Medikamente und so. Ja. Und ich weiß heute, nein. Das, was Erleuchtung ist, kann nicht berührt werden. Weder durch Medikamente, noch durch Krankheit, noch durch tausend Kranke, die einen noch kränker machen. Oder verrückte Ärzte. Ja, niemand könnte dich berühren. Aber du kannst natürlich den Körper kaputt machen. Du kannst das Ding hier mit Teil 0 zerschießen und ist er, nach 10 Jahren ist das Ding im Eimer, wenn du zu viel davon kriegst. Ja, das hat Spuren. Chemische Substanzen, die du zu dir nimmst, ja, Drogen oder Medikamente, haben, können Spuren hinterlassen. Klar kannst du den Körper schädigen. Du kannst auch nicht mehr lebensfähig sein durch psychische Krankheit oder körperliche Krankheit. Aber das alles, das, darum geht es alles nicht. Ja? Das eine ist das körperliche Überleben hier und das andere ist eben die Selbsterkenntnis, Selbsterforschung. Und das physische Überleben muss natürlich sein, um in diesem Tagtraum so weiter bestehen zu können. Da muss man natürlich am Leben sein. Wenn der Körper tot ist, dann geht es, glaube ich, nicht mehr um Selbsterforschung. Dann ist ja, dann fällt das wieder in sich zurück. Ja, dann bist du automatisch das, was du schon immer warst. Und wunderst dich vielleicht dann noch. So, Mensch, ey, was war das denn da? Ja. Kriegst du dann noch was mit? Ich weiß nicht, ob da noch gedacht wird oder ob da noch bewusste Erfahrung ist, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass das, was ich jetzt als diese zeitlose Qualität kenne, was ich bin, dieses das ist immer. Das kann nicht weggehen, das ist unmöglich. Aber ob das dann noch irgendwie so, ob dieses Spiel des Universums dann noch abläuft, das weiß ich nicht. Das kann auch sein, so dass das so wie im Tiefschlaf einfach ist. Ja. So, einfach so ein friedvolles Nix. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja. Ich finde den Tiefschlaf nicht langweilig. Also ich finde dann weder langweilig noch nicht langweilig. Also es ist einfach nur, ja, ist doch schön. Ich habe eine ganz praktische Frage mit einer Pause. Oh ja, wir müssen, ja stimmt, wir müssen mal kurz Pause machen und ja, du müsstest mal jetzt den, ja, an die Leute, stopp, noch nicht ausmachen, an die Leute, die im Livestream dabei sind gerade, wir machen jetzt ungefähr bis um 5 Pause und dann geht ein neuer Livestream wieder weiter. Wir müssen den jetzt mal abschalten. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. So, jetzt kannst du auch machen. Dann würde ich mich noch mal frischen Tee auf den Ich versuche gerade rauszufinden, auf welchem Programm du das aufsetzt. Das ist ein vom Webstream-Betreiber selbst entwickeltes Software. Also Haus-Software sozusagen. Von dem Portal, ne? Webstream.eu. Über den Anbieter läuft das hier alles. Und der hat eine Software entwickelt, die das sehr komfortabel und ziemlich einfach aufzeichnet, alles in. Sehr einfach auch ist so in der Bedienung, muss ich sagen. Sehr gut. Das wolltest du mir geben? Ja. Bevor du weitermachst, Marco hat noch geschrieben, Grüße an alle. Ich wünsche euch eine schöne Pause und guten Appetit. Haben wir gehabt, ne? Ja. Ich esse weiche Karotten nach Heikes Rezept und Zwieback. Guten Appetit, Marco. Ja. 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 Aber nicht Schnabeltasse, ne, Marco? Nee, muss nicht sein. Hoffentlich nicht. Ja, du hast vorhin gesagt, im Tiefschlaf ist alles vorbei. Das Gewahrsein
Seid ist vorbei, das Öffnen ist vorbei. Nee, Gewahrsein ist nicht vorbei. Achso, im Tiefschlaf geht das Wort Gewahrsein vorbei. Ja, das ist ja der Zeuge, deswegen weißt du ja, dass es nichts ist. Du weißt ja hinterher, dass nichts war. Ja, daran kannst du das erkennen, dass da was gewesen ist. Und das nenne ich Gewahrsein. Es ist natürlich jetzt vom Wort her, das Wort beinhaltet ja eigentlich, dass sich da etwas gewahr ist von irgendwas. Aber ja, man könnte sagen, da ist Raum und Zeitlosigkeit, die sich von nicht bewusst ist. Also das ist so eine Art Leerheit, aber niemanden, der Leerheit erfährt. Weil das wäre schon einer zu viel in dem Moment. Deswegen ist das die Grundlage allen Seins. Dieses, das, was da im Tiefschlaf ist. Was du jetzt vom Denken aus nicht erreichen kannst. Ja, das ist der Trick. Jetzt denken wir drüber nach und es scheint nicht vorhanden zu sein. Also vom Verstand aus gesehen ist das quasi nicht, gibt es das gar nicht. Da ist doch nichts. Da ist doch, was soll da sein? Da ist nichts. Sagt der Verstand, aber das stimmt nicht. Das ist nur, wenn du das jetzt mit dem denkenden Geist betrachtest. Ja, dabei ist ja der denkende Geist selbst eine Projektion von dem, was da gewesen ist im Tiefschlaf. Das projiziert irgendwann einen denkenden Geist, der jetzt ist und der dieses Spiegelbild des Gewahrseins versucht dann rauszukriegen, ja, versucht sich umzudrehen, das geht aber nicht. Da ist, wenn es sich umdreht, da ist nichts. Genauso wie dein Schatten dich auch nicht sehen kann, der am Boden ist. Ja, der kann, wenn du einen Schatten wirfst, der Schatten sieht dich nicht. Du kannst dich mit dem verwechseln irgendwie. Oder mit dem Spiegelbild, sagen wir so, dein Spiegelbild sieht dich auch nicht. Dein Spiegelbild im Spiegel schaut dich nicht an. Ja? Aber es sieht so aus. Es sieht so aus. Ja? Genau das ist der Trick. Das ist alles nur eine Verwechslungsgeschichte. Also warum es überhaupt Satsang gibt, ist es wegen dieser Verwechslungsgeschichte, die wir das Ego nennen. Ja, die Frage ist da, was verwechselt? Das Gewahrsein sein, das im Tiefschlaf nicht vorhanden ist. Ob das dann vielleicht, dass ich bin, verwechselt, warum ich da wach ist. Ja, du merkst jetzt, wenn du drüber nachdenkst, da kannst du vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ja? Also gedanklich kann ich alles anzweifeln. Ich kann auch vom Gedanken her Gott widerlegen, gedanklich. Könnte ich jetzt sagen, Gott gibt's nicht. Hat Nietzsche ja auch gesagt. Der hat so lange drüber nachgedacht, dass immer klar war, Gott ist tot. Gibt's gar nicht. Ja, und als Nietzsche tot war, kam Gott und hat gesagt, Nietzsche ist tot. Das ist eben, gedanklich kommst du dann nicht weiter. Deswegen wird ja die Selbsterforschung oder Selbstbeobachtung auch, diese Herangehensweise empfiehlt deswegen, den Ursprung zu untersuchen. Und das ist das, was wir erreichen können, ist dieses Ich-Gefühl, das kennt jeder. Jeder kennt dieses Ich. Jeder ist dieses Ich, scheinbar. So, damit können wir anfangen. Also wenn du deine Aufmerksamkeit auf dieses Ich-Gefühl richtest, wird alles Weitere klar werden. Früher oder später. Das ist einfach alles. Und das hat mit Gedanken gar nichts zu tun. Es ist kein gedanklicher Prozess. Es wird sozusagen klar in der Erfahrung, im Sein. Da klärt sich irgendwie was. Ja? Da wird was vielleicht wegfallen oder es wird einfacher werden, ja. Aber das hat nichts mit Gedanken zu tun. Meine Gedanken können genauso Gott beweisen, wie Gott widerlegen. Ja. Da kommt man nicht weiter. Die Frage ist eher, wer hat die Gedanken? Ja, wer gewahrt die Gedanken? Wer gewahrt dieses Ich? Wer ist der Zeuge des Ichs? Vielleicht dann das Ich selber. Das Ich ist ein anderer Zeuge. Ja, das in gewisser Weise stimmt das sogar, nur dass dieses absolute Ich, welches ja immer Subjekt ist und nie was anderes sein kann, das spiegelt sich in seinem Ich, in diesem Gefühl. Ja. Dieses absolute Ich ist unausweichlich. Deswegen nenne ich das auch das unausweichliche Sein. Das ist die Unausweichlichkeit. Ja, das bist du ständig. Du bist ständig dieses absolute Ich, was man auch selbst nennt.
So, und das bringt hervor, in diesem Wachzustand bringt es diese Ich-Projektion hervor. Diese Ich-Projektion ist an den Wachzustand gekoppelt, ja, oder an den Traumzustand. Also die ist nicht bedingungslos. Die Ich-Projektion kommt und geht. Aber das, was sie hervorbringt, ist zeitlos. Das ist einfach eine andere Dimension, könnte man sagen. Oder ein anderer Level oder so. Ja. Und das wird irgendwann, durch die Selbsterforschung, wird das irgendwann zweifelsfrei klar, weil das ein Klarwerden jenseits von Gedanken ist. Da ist keine Möglichkeit mehr, dass es anders sein könnte, weil es ja das ist, was gerade forscht. Das, was sieht. Das ist das Subjekt. Das ist das, was jetzt ist. Das ist völlig zweifelsfrei. Nicht in der Projektion. Die ist immer anzuzweifeln. Die ist flüchtig. Ja. Sodass sie sogar im Schlaf nicht vorhanden ist. Das wissen wir auch alle, dass im Schlaf kein Ich da ist. Kein Ich-Gefühl. Nix. Ich rede nicht vom Traum, sondern vom Tiefschlaf. Da ist einfach kein Ich. So, das ist klar. Jeder weiß das. Aber da ist doch ein Bewusstsein da oder kann doch da sein. Das meine ich ja, dass dieses, da ist etwas, was das bezeugt. Und dieses Etwas ist ja selbst zeitlos. Das heißt, es ist auch nicht abhängig von dem Tiefschlafzustand. Das ist auch nur so eine Art Bewusstseinszustand, wenn man so will. Ja, aber das, was die Leerheit da bezeugt, ist zeitlos. Und dadurch ist da etwas, ja. Dieses Mysterium, welches wir auch Bewusstsein oder Gott nennen oder wie auch immer nennen können. Ja. Manche sagen ja auch, Bewusstsein ist alles, ja. Also Bewusstsein dann aber vorzugsweise in großen Buchstaben zum Beispiel. Und man das absolute Bewusstsein ist dann immer. Ich meine, es ist kein theoretisches Bewusstsein, es ist schon Bewusstsein, dass ich. Es gibt, ja, das ist wieder was anderes. Es gibt so Zustände, die nicht ganz Tiefschlaf sind. Wo eine Spur von Zeuge da ist, wo ein Zeuge im Tiefschlaf ist. Das kenne ich auch, habe ich auch mal erlebt. Ja. Da wird dann das Nichts gewahrt. Da ist dann wirklich so eine Erfahrung von Nichts. Das ist wie so, bei mir war das so, erst war gar nichts da und dann war plötzlich so ein Raum, der sich so irgendwie verengt hat. So ging das irgendwie. Und dann plötzlich war so ein Aufwachen. Blubte das. Das war wie so ein Blob war das. Da kam das Ich raus irgendwie plötzlich. Aus diesem, ja, das ist völlig verrückt, ne? Aber das ist nicht gemeint. Das ist ja schon wieder bedingt. Also das kann man auch durch Meditation zum Beispiel fast schon erlernen, könnte man sagen. Ja? Diese bewussten Schlafzustände, die sind aber nicht gemeint, denn da ist ja wieder ein Zeuge anwesend. Und dieser Zeuge ist schon die erste Projektion des Absoluten. Der ist selber nur zeitweilig, denn sonst ginge das ja gar nicht. Warum erleben manche Menschen das und warum nicht? Wenn das die Wahrheit wäre, dann wäre sie mal da und mal nicht da. Das geht nicht. Die Wahrheit ist jenseits von Zeit. Also das ist der entscheidende Punkt, den man auch irgendwie im Verstand klarkriegen muss. Die Wahrheit ist jenseits von Zeit. Die hat mit Zeit nichts zu tun. Wir wollen immer, denken immer, da ist doch was hier zu finden. Ja, nein. Ja, die Wahrheit ist das, was scheinbar findet und das, was sucht. Das ist die Wahrheit. Und was sich selber aber vergessen kann in dieser ganzen Aktivität. Ja. Also, erst bist du der Sucher, dann bist du vielleicht der Finder. Ja. Und ständig bist du irgendwas. Und verlierst dich selbst. Und Selbsterkenntnis ist quasi so, wenn das alles zum Erliegen kommt. Diese ganzen Prozesse, die kommen irgendwie zum Erliegen auf einmal. Plötzlich ist, weißt du, es ist nur noch das. Und das ist so einfach irgendwie. Das ist so einfach und so unfassbar. Ja. Und wenn man drüber spricht und drüber nachdenkt, dann haben wir immer ein Problem. Sobald du drüber nachdenkst, verfängst du dich im Gestrüpp dieser Überlegungen. Deswegen, wie gesagt, wer hat die Gedanken? Wer ist es, der sucht? Wer ist es, der hat die Sehnsucht? Wer gewahrt diese Sehnsucht? Ich frage das jetzt nicht, um eine Antwort zu kriegen. Also, es geht nur darum, die Aufmerksamkeit, ja, nach innen zu richten, könnte ich sagen. Innen ist auch schon wieder, irgendwie muss man es nennen. Ne? Also, wer oder was ist dieses Bewusstsein,
also von dem ich das Gefühl habe, das ist sowas, was wahrscheinlich immer, also was ich wahrscheinlich immer schon erlebt habe, nicht immer bewusst, aber was immer so wie, also ich kann es nur so bildlich wie zeigen, was immer so oben drüber mitläuft, so, was sich nicht wirklich persönlich anfühlt. Ja, also, ja, so kann es aussehen, wenn du es vom persönlichen Bewusstsein aus siehst, dann sieht das so an, das bist du aber, das ist nicht getrennt von dir, du erlebst das jetzt vielleicht getrennt. Weil das ist nicht das Ich-Gefühl, oder? Nein, das ist das, was das Ich-Gefühl gewahrt. Du bist doch, du da spürst doch ein Ich, das fühlst du. Ja? Da ist doch was, so eine Gewahrsamkeit ist doch da, davon. Und das bist du, das, was dieses Ich gewahrt. Und was all die Gedanken gewahrt, das ist im Grunde so eine Art, man könnte sagen, zeitloser Zeuge, der alles bezeugt ohne Unterlass. Und das ist, ja, okay. Und das ist das, was die wahre Natur von allem übrigens. Das ist auch die wahre Natur von der Couch und von aller Materie und von allem, was überhaupt ist. Es gibt nichts anderes als das. Alles ist aus diesem Etwas hervorgegangen. Ja? Durch dieses komische Urknallding oder was immer das war. Ja? Und im Kleinen machen wir die Schöpfung jeden Morgen beim Aufwachen. Ist das nicht ein Schöpfungsvorgang? Da erschaffst du die Welt. Ja, plötzlich entsteht deine Erlebniswelt, die nur absolut einzigartig ist. Niemand erlebt die Welt so wie du. Ja? Weil sie durch einen persönlichen Filter quasi kreiert wird. Ja? Du bist deswegen der Schöpfer deiner Welt. Ohne dass du da was für kannst. Das ist nicht im Schuld- oder Verantwortungssinn, überhaupt nicht. Ja? Das ist ein völlig unschuldiges Erschaffen. In jedem Aufwachen ist das Erschaffen der Welt vorhanden. Und in jedem Einschlafen ist quasi die Zerstörung, wenn du so willst, verschwindet es wieder aus dem Erleben. Und das erscheint alles in diesem Bewusstsein. Ja? Also das Bewusstsein ist, was schon vorher war, er schafft quasi den Inhalt. Er lässt ihn erscheinen, sagen wir mal so. Es lässt ihn einfach erscheinen. Und dann ist die Welt da. Und das nennst du aber nicht Beobachter. Der Beobachter ist ja die ganze Zeit da. Also man kann es Beobachter oder Zeugen nennen. Ich habe es ja Zeuge genannt. Ja, es ist. Dabei ist der Zustand, diese Tatsache des Bezeugens ist gleichzeitig das Erschaffen. In dem Moment, wo der Zeuge bezeugt, erschafft er. Und zwar genau in dem Moment, also wenn ich jetzt den hier bezeuge, dann erschaffe ich den jetzt. Der wenn ist er da. Nicht bezeugt? Was? Wenn er nicht bezeugt? Wenn ich jetzt dahin gucke, dann ist er nicht mehr da. Ja, also in dem Moment ist er dann weg. Ja, wenn ich in die andere Richtung gucke, erscheint er nicht mehr im Bewusstsein. Es sei denn, ich denke an ihn, dann ist es aber nur der Gedanke von Bart. Ja, wenn ich ihn anschaue, sehe ich ihn. Sehe ich die Puppe. Sagt Bart bestimmt, hat er gerade zu einer Puppe gesagt? Ja, habe ich. Also ist das Homer, oder? Ist das Homer? Ja. Oh mein Gott. Ja, sieht ja schon, ich bin kein süßes Kenner. Absolut nicht. Also, ich habe die mal so zwischendurch beim Rumseppen vielleicht mal gesehen. Aber ich habe Homer. Ja. Du hast recht. Ist Homer? Oh je, jetzt habe ich aber verloren. Und alles auf Band, alles mit. Kann ich ausmachen? Wir schneiden es raus. Ja, das wird einfach pathologisch. Du kannst sie. Die Identifikation, also das, wofür du dich hältst, das kannst du untersuchen, ob das wirklich stimmt. Kannst du für dich selber dich damit beschäftigen. Und das ist auch nicht egozentrisch oder egoistisch, sondern das führt letztlich zu einem sehr selbstloser Akt, weil es letztlich zur Transzendierung jeder Identifikation führt. Und das ist die totale Selbstlosigkeit. Wobei Selbst so schwer so ein blödes Wort ist, weil
Selbst ist ja auch heute ein Begriff, den man gerne für die Wahrheit benutzt. Ja. In dem Sinne ist Selbstlos eben jenseits des Egos. Die Untersuchung des Ichs führt dazu, dass erkannt wird, dass dieser Ich-Gedanke eigentlich gar nicht existiert, beziehungsweise nur eine Erscheinung ist. Es gibt ja diese Geschichte von dem Dieb, der, als er von der Polizei gesucht wird, schnell das Weite sucht. So hat Ramana mal erzählt, verhält es sich genau mit dem Ich-Gedanken. Ja? Wenn nach ihm geforscht wird, verschwindet es. Macht sich davon. In Wahrheit wird erkannt, dass es das gar nicht gibt eigentlich. Beziehungsweise, dass es nur ein Schatten ist. Es ist nicht das, was es zu sein scheint. Es ist kein Subjekt. Ja, da, wo es kritisch wird, im Sinne von Leiden oder so, ja, ist, wo dieses Abbild des ewigen Subjektes sich zum durch eine, ich weiß nicht, Magie Gottes oder was das ist, macht sich das selber zum Subjekt. Also wird ein Objekt sozusagen zum Subjekt. So. Wie plötzlich ein Spiegelbild, als wenn das lebendig wird. Und dann behauptet dich, vom Spiegel gibt es ja gar nicht. Gibt ja so manchen Märchen oder Horrorfilme, also gibt es ja solche Spiegel-Horrorgeschichten, wo der Spiegelbild was anderes macht, als der davor steht. Also ja, so ähnlich ist das mit dem Ego auch. Ja, das Ego wird sozusagen selbstständig und ruft sich zum alleinigen Herrscher aus und sagt, außer mir gibt es doch gar nichts. So, was soll das sein, selbst? Ja. In dem Moment, wo es leidet. Nee, in dem Moment, wo es leidet, da kann dann schon wieder die Selbsterforschung irgendwann kommen. Weil bei mir war es so, als ich genug gelitten hatte, da habe ich mir gesagt, so, jetzt willst du es rauskriegen. Jetzt, wenn du schon nicht sterben kannst, dann willst du wenigstens aufhören, willst du das Leiden irgendwie los transzendieren oder irgendwie muss es einen Weg geben, das zu überwinden. Und dann habe ich dann durch Nachforschung habe ich dann rausgekriegt, dass es sowas wie Erleuchtung gibt. Als Konzept oder also im Buddhismus, ja, man kennt es ja. Und da hieß es das Ende allen Leid, ist das. Also. Eigentlich ist es eher so, dass das, was nie leidet, sich selbst realisiert, also vollständig, dass es wieder in sich selbst ruht, vollständig ohne diese Ablenkung. Da ist diese Verwechslung nicht mehr, die Verwechslung hört auf. Ja, also du hast schon immer dieses Selbst, was du bist, die Wahrheit hat noch nie gelitten. Ja, es leidet das, was erscheint. Also die ganze Projektion, der Ich-Gedanke, das, was sich damit verbindet, die Verwicklung in die Welt, ja, das Teilnehmen an der Welt und die Welt für absolut real zu halten, das erschafft das Leid. Leid kann immer nur in der Welt geschehen und passieren. Es ist ein Phänomen der Welt, des Traumes. Ja, und geht vergleichbar mit einem Film, wo getötet, gemordet und gefoltert wird, aber die Leinwand kriegt davon nichts mit. Die gibt es wieder, das ist sichtbar, weil die Leinwand ist erscheinen lässt, ja. Aber sie wird ja nicht, die Leinwand fühlt ja keinen Schmerz. Selbst wenn die Spielfiguren da. Die Schauspieler da ja, darstellen und so, dann fühlt die leider keinen Schmerz. Aber wenn ich mich auf diese Filmfigur da begrenze, wenn ich sage, das bin ich und nur das, dann bin ich gefangen in diesem Leid. Ja, da gibt es keiner drin. Und da wird das auch nie überwunden, das Leid im Film. Das geht gar nicht. Weil das ist ja auch Quatsch, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe das Leid überwunden, ich habe jetzt die Selbsterkenntnis für mich realisiert, toll. Ja, aber die Welt ist überall Schmerz und Leid. Das ist ja, wäre ich ja ignorant, wenn ich sagen würde, in der Welt existiert das nicht mehr. Natürlich existiert das in der Welt. Aber die Welt selber ist doch nur eine Erscheinung. Das ist ja gar nicht real, das ist ja das. Das hört sich vielleicht für die jetzt voll an daran glauben, das darfst du echt nicht den Leuten sagen, wenn die voll daran glauben. Dann klingt das ja wie Hohn und Spott, ne? Also, was du nimmst diese Welt ernst, ja, Pech gehabt, ja, aber so ist es, ne? Wenn ich das einem sage, der voll involviert ist, wenn ich das gleich 100 Leuten sage, die voll involviert sind, dann werde ich gewürdigt.
Ja. Die sagen sich dann, zeigen wir dir, was Schmerz und Leid ist, ja, indem sie dann den Körper zerstören. So ist es mit Jesus geblieben. Ja, der hat ihnen die Wahrheit gesagt und sie haben ihn dafür umgebracht. Weil sie es nicht ertragen konnten, dass da jemand war, der frei war vom Leid. Jesus war frei vom Leid. Und sie haben ihn versucht, sie haben versucht, ihn leiden zu lassen. Und sein Körper hat Schmerzen empfunden und so. Aber das, was er wirklich war, hat nie gelitten. Die ganze Zeit nicht. Hat er mit anderen Mystikern auch gemacht. Also teilweise gefiert halt irgendwie so viele Mystiker und so. Ja, die Leute, die die Wahrheit gesagt haben und in der Öffentlichkeit, haben immer gefährlich gewesen, schon immer. Weil es aus der Sicht des Egos, es ist echt Hohn und Spott. Es ist, ja. Deswegen ist ja auch so Satsang nicht massentauglich. Das ist für die Menschen, die damit irgendwie was anfangen können. Die selber ihr Ich hinterfragen schon. Oder irgendwie bemerkt haben, da muss doch noch was anderes sein. Ich springe einfach mal. Ich sag mal noch was, sonst ja, klar. Kann ich gar nichts sagen. Nee. Dann mal in was anderes reinspringen. Roman Benedetti, hat vor ein paar Wochen gesagt, wenn ich weiß nicht mehr genau, wie er das jetzt eingeteilt hat, ist auch egal, ich sag's mal ungenau, also nicht wörtlich nehmen. Wenn sowas auftritt, wie so ein erstes Erwachen oder so, dann findet, ich glaube, zuerst das Sterben des Ichs, in Anführungsstrichen, statt. Und dann irgendwann findet noch so, oder währenddessen oder danach, wie auch immer, findet noch ein anderer Prozess statt, dass man quasi innerlich die Welt auch sterben lässt. Also gemeint, das eine ist das Bewusstsein, dass das Ego, dass du des Egos verlustig gehst, schön und gut. Den Prozess kannst du einmal durchlaufen. Und dann gibt es aber noch diesen zweiten, dass du dich quasi auch von der Welt verabschiedest. Also als real. So das, was du jetzt gesagt hast, da muss ich denken, gut, ich kann das für mich vielleicht akzeptieren, aber dann muss ich als nächsten Schritt ja auch noch akzeptieren, dass die Welt oder meine Welt oder das, was ich bisher für meine Welt gehalten habe, mein Lebensumfeld, auch nicht existent ist. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, also ist nochmal ein Schritt. Ja, dazu kann ich nur sagen, dass ich und Welt gemeinsam entstehen. Also das ist, ohne ich gibt es gar keine Welt. Ja. Und in den Fällen, wo später noch eine Welt erst verschwinden muss, da war das Ich noch nicht wirklich weg. Das sage ich ja immer, das Ich kann sich, es kann sowas wie ein scheinbares einfach nur geben, wo sich das Ich nur subtilisiert, wo die Identifikation sich verlagert. Ja, wo die von der Person in eine unpersönliche, es gibt eine unpersönliche Identifikation. Die gibt es tatsächlich. Eine feinstoffliche Identifikation, die gibt es. So, und da ist die Welt noch vorhanden. In dem Moment, weil ja noch Trennung auch noch da ist. So, und in dem Moment, wo dass ich vollständig erloschen ist, im Sinne, wo jede Identifikation weg ist, ja, grobstofflich, feinstofflich, kausal, das sind die drei Bereiche, so, wenn die alle weg sind, komplett, dann gibt es auch keine Welt mehr, selbst im Wachzustand. Die gibt es nicht mehr. Also nicht im Sinne von, also es ist einfach nicht mehr real dann. Ja, die gibt es höchstens, dass derjenige dann darüber spricht oder irgendwie er sich bewegt, aber für ihn selber gibt es keine Welt, von der er getrennt wäre oder so. Ja, das ist dieses dauerhafte non-dualen Bewusstsein sein. Non-dual heißt eben, da ist kein Ich und Welt, sondern da ist nur noch das. Wie man immer sagt, es gibt nur das. Ja, und deswegen ist für mich mit dem vollständigen Erlöschen des Ichs oder Transzendieren des Ichs verschwindet auch jegliche Erscheinung. Aber das sind Sachen, über die man sich keine Gedanken machen muss, denn das kommt von alleine durch die Selbsterforschung. Du brauchst dich auch nicht um die Welt zu kümmern, wäre meine Empfehlung, sondern kümmere dich nur um dieses Ich-Gefühl und versuch das. Bis dann nichts mehr ist, was getrennt wäre. Ja? Mit dem vollständigen Erforschen oder mit dem vollständigen Transzendieren des Ichs erledigt sich das Phänomen der Welt von ganz alleine. Das hört sich vielleicht brutal an, aber das ist dann, das,
Mit dem Aufwachen entsteht sofort Ich und Welt. Ja? Ich-Gefühl und Welt entstehen zusammen. Vielleicht das reine Ich-Gefühl noch einen Tick vorher und in dem Moment, wo du dann die Körperfunktion weiter aufnimmst, boom, ist der Rest auch noch da. Das Ich, könnte man fast sagen, das Ich bin, ist noch ein bisschen Tick vorher. Ja? Aber wenn sich dieses Ich bin, wenn das weg ist, wegfällt sozusagen, dann ist die Welt gar nicht erst da. Deswegen hat der Roman auch gesagt, es gibt keine Welt. Denn das ist alles, der kannst du, von dem Standpunkt kannst du es alles verneinen. Das ist wie so eine Art, der hat ja mal gesagt, das ist so ein Wachschlaf. Ja, das ist weder Schlafen noch Wachen und da existiert kein Ich. Das ist wie im Tiefschlaf, nur dass alles weitergeht. So. Das ist wie so eine Art lebendiger Tiefschlaf, könnte man sagen. Ja. Ja, also das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich weiß nicht, ich finde das so mittlerweile auch ganz zutreffend, so lieb. Es hat sowas von totaler Einheit irgendwie für mich so. Und gleichzeitig ist aber alles die Vielheit auch trotzdem da. Im Denken oder in Gedanken oder so, ja, im Konkreten ist es da. Aber es ist nicht wirklich da. Es ist ja nicht so, dass die Menschen, die man kennt, plötzlich verschwunden sind. Genau. Man sich im luftleeren Raum aufhält, sondern vielleicht ist es so, dass die Anhaftung weg ist. Ja? Kann man das so sagen? Naja, es ist zumindest keine Trennung mehr da. Also, genau. Das ist einfach, da ist einfach nichts so, es ist einfach eins. Also, das ist einfach eins. Das ist eben. Genau, wenn keine Trennung mehr da ist, ist ja auch keine Anhaftung nötig. Dann ja gut, Anhaftung so jetzt im persönlichen Sinne kann natürlich schon noch auch passieren. Wenn jetzt sich jetzt dieses Ding hier zu viel mit irgendwas beschäftigt, dann kann schon sowas passieren. Aber das ist nicht so hartnäckig sowas. Also das ist auch, diese ganzen persönlichen Phänomene, die sind so sehr flüchtig da. Also die können sich jederzeit ändern auch. So, das ist so, ja, es ist auch nicht wichtig. Also diese ganzen Sachen, was man so sagt, Verhaftung oder Anhaftung und so, das sind alles mehr so die Symptome, würde ich sagen. Und die Ursache ist das Ich. Ja, und da beizugehen ist ganz einfach. Das ist so, als ob man eine Pflanze mit der Wurzel rauszieht. Nur Unkraut mit der Wurzel entfernt und nicht die Blätter abzupft. Wenn du jetzt dabei gehst, so, ich muss meine Wünsche bekämpfen und loswerden, dann zupfst du da an den Blättern rum und reißt dir sonst was aus, bist Asket, ja. Wirst unglücklich und sonst was, ja. Und das Ich wird nur dicker dadurch, weil du machst dann was. Ja, ich habe jetzt mein Leben lang gesucht, ich habe alles versucht, ja. Mann, hast du da ein fettes Sucher-Ego, ja, richtig. Ich habe alles versucht, ne? Alles. Immer noch nicht, was hat das mit dieser blöden Erleuchtung auf sich, ja. Ich meine nicht, dass da was falsch wäre, so einen Lebenslauf zu haben. Ich meine, meiner ist so ähnlich auch. Ja. Ich meine jetzt nur, weil oft, es kann ja diese Angst entstehen, um Gottes Willen, jetzt verschwindet die Welt. Wo bin ich dann? Wo bleibe ich dann? Ja. Und so ist es ja nicht wirklich, nein, sondern die Welt erscheint nur mehr als das, was sie ist, nämlich eben traumgleich. Oder ja, genau. Immer, ne? Es ist traumgleich. Das ganze Geschehen wird traumgleich, so nenne ich das auch immer. Es ist ein traumhaftes Geschehen. Ich bin ständig in dem Bewusstsein eines Traumes. Mhm. Also das ist jetzt, als ob ich einen Traum spreche. So fühlt sich das an. Also von der Qualität her ist, wenn ich nachts träume, kein Unterschied. Nur, dass die Nachtträume noch viel flüchtiger sind. Ja. Aber ja, so von der Erfahrungsqualität ist das ein und dasselbe. Es ist gleichzusetzen. So, und das hier ist nicht realer, als wenn ich nachts träume. Nur, dass das ist wie so ein Fortsetzungstraum, der immer da weitermacht am nächsten Morgen, wo er abends aufgehört hat, ungefähr. So, sagen wir mal, ja. Während das, die nächtlichen Träume doch sehr variabel sind dann. Man kann natürlich auch da so Wiederholungsträume haben, ja, aber das ist doch schon was ganz anderes. Ne? Mhm. Aber so die reine Qualität ist absolut vergleichbar. Also erstmal, Marco merkt an, dass er nicht aus einer Schnabeltasse trinkt, sondern aus einer normalen. Dann mit zwei Ausrufezeichen ein deutlicher Hinweis, das ist Homer. Hallo Homer. Und weiter die Frage von Marco. Hast du aufgrund deiner Erkenntnisse eine Botschaft an die duale Welt? Oh ja, das ist gut, ja. Eine Botschaft. Eigentlich nee.
Eigentlich nee. Also, nee. Eigentlich nicht, weil die duale Welt ist ja gar nicht wirklich dual. Das ist ja, bin ja, das ist ja auch alles dasselbe. Also, was soll ich da eine Botschaft schicken? Also, weil das ist ja schon perfekt. So, das wäre es. Das könnte ich so sagen. Könnte aber auch sagen. Es ist alles wahr. Ja, es ist alles wahr. Das ist halt, ja, das ist die Botschaft. Alles ist wahr. Alles. Also jeder, wie er die Welt erlebt, ist wahr. Das ist Wahrheit. Auch ganz egal, ob das jetzt dual scheinbar ist, mit Ego oder ohne, es ist immer wahr. In dem Moment, wo es ist, ist es wahr. So, und das hat Würde, das hat eine Qualität. Jedes Leben, deswegen ist Leben auch so kostbar. Es gibt so einen Film, der heißt Magnolia. Da regnet es am Ende Frösche, glaube ich, gegen Ende. Und da geht es auch so um Sinnfrage. Ne? Was hat das eigentlich für einen Sinn in das Leben und so weiter. Das ist ein sehr genialer Film. Und wie gesagt, am Ende regnet es tatsächlich Frösche. Und da ist so ein kleiner Junge, der sieht das dann durchs Fenster und sagt irgendwie, das ist wahr. Das ist alles wahr. Und irgendwie hat diese Stelle, die hat bei mir damals was wachgerüttelt irgendwie so. Und da habe ich dann wirklich mal drüber nachgedacht, könnte es sein, dass alles wirklich wahr ist? Alles, egal was? Auch, dass es vielleicht gar keine Unwahrheit gibt. Ja, so. Dass es gar keine Illusion gibt in Wahrheit. Dass die Illusion wahr ist. Und die Wahrheit vielleicht Illusion. Also, dass das ein und dasselbe ist. Und noch eine andere Botschaft wäre, dass alles gleichwertig ist. Jedes, alles ist gleichwertig. Es gibt nichts, was mehr oder weniger wert wäre. Egal wie es sich nur erlebt oder ob es ein Einzeller ist oder ein Staubkorn oder ein Mensch oder ein Universum, es ist alles gleichwertig. Es gibt in der Natur keinen Unterschied. Alles ist aus demselben gemacht. Alles ist dasselbe. Alles ist das eine. Ohne Unterschied. Und die Tatsache, dass ich jetzt hier so als eine Art Lehrer auftrete vielleicht oder so gesehen werde, heißt nicht, dass ich irgendwas anderes wäre oder besser wäre. Also überhaupt nicht. Das ist ganz im Gegenteil. Also für mich ist auch dieses Bewusstsein der Gleichwertigkeit, das ist auch Liebe. So. Weil da und auch der Gleichartigkeit in der Natur. Also wie kann ich, das ist so, na gut, ich krieg's manchmal noch fertig, dass ich irgendwie so eine Mücke kille oder sowas, ja, aber das ist ja auch nur die Form dann. Denn das, was die Mücke wirklich ist, kann ich nicht töten. Ja, das führt zu so einer, ja, das ist so ein Frieden einfach. Es macht einfach keinen Sinn, sich im scheinbaren Außen, was ja gar kein wirkliches Außen ist, anzugreifen. Und wenn ich, dass ich das Schattenboxen, ich kämpfe gegen mich selber. Wenn ich jetzt eine andere Person angreife, dann kämpfe ich gegen mich selber. Das ist, geht irgendwie nicht mehr. Ja, macht, geht schon, aber macht keinen Sinn. Das ist irgendwie so. Wenn du das so erzählst, das ist schön. Ist das so, ist das auch verbunden mit so einer fühlbaren Offenheit? Es ist ja nicht nur, es geht ja nicht über den Verstand. Ne? Es ist ja eher so ein, das ist eine Herzensqualität, ganzheitliches also. Empfinden. Ja. Ja. Offenheit, ja. Also, da wird nichts abgetrennt, da wird nichts abgewiesen. Nee. Naja, so im, persönlich schon. Ne? Also da wird auch zurückgewiesen natürlich, persönlich, so in der Welt. Ne? Aber ja, so aber absolut, meine, in dieser, nee, da nicht, das geht gar nicht. Wie du das gerade ja. schilderst, nee. Das ist ja nicht die persönliche Sicht. Genau, ne? Ja. Da ja. wird weder was abgewiesen, noch wird was angezogen. Da ist eigentlich
keine Bewegung. Könnte man sagen, ja. Ja. Mhm. Bewegung erscheint in diesem Gewahrsein sozusagen. Mhm. Es ist selber schon wieder der Inhalt davon. Mhm. Ja, und das Eigentliche ist völlig unbewegt immer und völlig unberührt und aber gleichzeitig die Grundlage von allem wieder. Das ist so, und gleichzeitig eins damit. Also mit seiner eigenen Erscheinung. Also das wie so ein Spiegelkabinett, wo alles zusammengehört. Ja. Funktioniert ja nicht ohne die Spiegel dann. In der Identifikation haben wir ja schon dieses Gefühl der Trennung. Also ja. Und auch des sich Verschließens, wenn man sich unsicher fühlt, wenn man sich angegriffen fühlt, macht man irgendwie dicht, spürt Spannung im Körper und so. Und spürt dann ganz stark diese, da ist das Außen und hier bin ich. Aber so wie du das eben geschildert hast, so wird für mich auch so fühlbar, diese Offenheit, diese Weite. Da ist kein Abwehrmechanismus nötig. Ja. Gegen was? Genau. Das ist auf dieser, in diesem reinen Gewahrsein ist nie eine Abwehr oder auch keine Zuneigung, also keine spezielle jedenfalls. Genau. Vielleicht für alles gleich, aber kann man nicht mehr von Zuneigung sprechen, weil das ja schon wieder ein relativer Begriff ist. Aber so im Bereich der Projektion ist das natürlich alles da. Deswegen wird ja auch häufig das verwechselt. Da wird gesagt, ja, der Meister, der hat das ja erkannt und so, der darf ja das und das nicht mehr machen und so. Das passt ja nicht. Ja, aber das ist nur Konzept, das ist nur eine Idee. Das stimmt nicht. Der Meister ist ja genauso seine eigene Schöpfung wie jeder. Ja, und ob er nun erkannt hat, was er ist oder nicht, das ändert auf der persönlichen Ebene nicht sehr viel, also ein bisschen. Bisschen, es gibt vielleicht ein bisschen mehr Liebe oder Frieden oder Mitgefühl. Es gibt vielleicht auch so eine Atmosphäre der Harmlosigkeit oder der Bedrohungslosigkeit. Also ich habe noch keinen Meister erlebt, von dem ich mich bedroht gefühlt hätte oder so. Ja, die strahlen alle so einen Frieden aus, der Ramana oder so, ja, oder auch mein Meister Sai Baba. Das war für mich immer so eine Sicherheit, so eine Geborgenheit haben die ausgestrahlt, aber niemals irgendwie eine Gefahr oder überhaupt nicht. Die wollen ja eigentlich nichts auf der unpersönlichen Ebene. Nee, da nicht, aber im Persönlichen haben die teilweise auch so scheinbar, oder man sagt denn, manche gibt ja auch Skandalgurus dann und so, die komische Sachen machen und so, das weiß man natürlich immer nicht, wie echt ist das dann aber denen. Aber gut, es gibt auch natürlich, es gibt so eine Anekdote im Hinduismus, wo so ein erleuchteter oder so ein Realisierter, der es wirklich, der seine wahre Natur erkannt hat, wo der mit einer Machete losgeht und Leute enthauptet. Und dann kommt eines Tages Shiva, oder Krishna ist es, glaube ich, Krishna kommt also als Mensch dann, um ihn zur Ordnung zu rufen und sagt ihm dann, hör mal, wir beide wissen ja, dass du nichts Schlimmes machst. Das, was die Wahrheit kannst du nicht töten, das weißt du, das weiß ich, aber die anderen wissen das nicht. Also erschreck mal die es nicht wissen, nicht so, das macht denen Angst, wenn du die Leute umbringst. Also lass es mal lieber. Ja, also das ist soll so ein bisschen das verdeutlichen, dass selbst wenn getötet wird, niemand wirklich getötet wird. Was natürlich niemals eine Rechtfertigung sein darf für irgendwas. Das wäre ja auch wieder ein Missbrauch aus dem Ego. Denn der auch nicht mehr ich-bezogen handelt, der nicht mehr aus dem Ich handelt, ja, der kriegt da quasi nichts von mit, wenn du so willst. Also, ja, das ist egal. Für den ist es egal. Ja. Also es ist trotzdem alles möglich. Es gibt ja auch Arjuna, der in den Krieg gezogen ist, nachdem er da ermahnt wurde. Er wollte ja erst nicht. Und dann hat ja sogar Krishna ihm gesagt, dass er im Krieg ziehen muss. Dass das sei, ne, warum auch immer jetzt, so genau kenne ich die Story auch nicht mehr, aber der musste Krieg führen dann. Gegen seine Verwandtschaft. Ne? Also, ja, weil das zum Teil ja auch einfach Symbole sind, ja, für den inneren Kampf. Für den inneren Kampf. Was in einem, ja, vorgeht. Und ich finde aber auch, dass das so schön für mich illustriert, dass auch dass nichts ausgeschlossen ist. Also dass Arjuna hätte auch erleuchtet kämpfen müssen. Ja, da hätte er nicht sagen können, nö, so alles Gott und so will ich nicht. Hätte Gott ihm aber gesagt, nö, jetzt, da ist aber eine Schlacht zu schlagen. Und wenn du wirklich so erleuchtet bist, dann weißt du, dass das nichts ändert. Also zieh mal los. Ja, also. Ne? Das ist so, man könnte sagen, es gibt ja diesen Begriff so von Ebenenverwechslung. Man verwechselt das Absolute mit dem Relativen. So. Aber in Wahrheit gibt es diese Ebenen gar nicht. Ja, nur wenn wir darüber nachdenken und jetzt aus dem Denken heraus erscheint uns das so, als ob es da zwei Ebenen gäbe. Ja.
Aber nur im Denken kann die Verwechslung ja auch stattfinden. Also wenn man jetzt versucht, das dann zu heilen, diese Verwechslung, muss man dann das thematisieren und sagen, ja, das ist eine Verwechslung. Ja, du verwechselst konzeptuell da irgendwie das Absolute mit dem Relativen und schließt aus dem Absoluten auf das Relative und umgedreht. Und das geht eben nicht. Dem Absoluten ist es vollkommen egal, wie das Relative ist. Vollkommen egal. Das heißt, es ist im Relativen alles möglich. Auch wenn das Relative quasi für den, der im Absoluten nur noch verweilt, gar nicht mehr vorhanden ist. Da ist keine Verhaltensmaßregel, die dann sagt, nee, du bist ja erleuchtet, das, oder ich weiß doch die Wahrheit, das kann ich doch nicht tun, ja. Wie gesagt, in Wahrheit gibt es weder absolut noch relativ, sondern nur das. Nur das, was ist. So wie es ist. Das, was sowieso schon ist. Ja. Vielleicht noch einmal kurz zu dieser Offenheit, was ich eben angesprochen hatte. Ich merke gerade, die Offenheit ist keine persönliche. Wenn man von persönlicher Offenheit ausgeht, dann ist es nicht stimmig. Ne? Sondern Offenheit ist praktisch ein anderes Wort für das Sein oder für dieses kosmische Bewusstsein. Man könnte sagen, dass die Wahrheit unendlich offen ist. Genau. Die hat gar keine andere Wahl. Ne? Das ist diese totale Unausweichlichkeit, nenne ich das immer, des Seins, die alles erscheinen lässt, wie es erscheint. So. Die kann das, sich nicht. Das ist sozusagen die absolute Offenheit. Das ist, ja, die kann sich gar nicht verschließen. Nee, das ist eine absolute Offenheit, die auch ihr Gegenteil, kein Gegenteil mehr hat. Mhm. So, wo das jetzt unmöglich ist. Dass irgendwas nicht erscheint. Das ist eben keine persönliche Offenheit. Ja, persönliche Offenheit ist ja wieder bedingt dann, an Interesse oder Aufmerksamkeit. Und diese unpersönliche Offenheit, diese Wahrheit ist eben immer, auch wenn wir
Spannung ist oder ja. Nicht-Offenheit. Aber das Wichtigste ist, dass du spürst, dass du das bist. Ja. Du selbst. Also das ist nicht irgendwo anders. Ne? Also ja. Das ist kein Objekt. Das ist das ewige Subjekt. Und desto, wenn du es suchst als Objekt, wirst du es nie finden. Niemals. Das ist ja das, deswegen geht ja Suche nicht. Weil das ewige Subjekt sucht sich selbst und kann sich aber als Objekt niemals finden. Das ist unmöglich. Ja, als Objekt kann sich das Subjekt nicht finden. Das geht ja gar nicht. Ja? Wie soll das gehen? Der Hund kann sich, ja, gut, kann sich in seinen Schwanz beißen. Aber, ja, das ist ein schlechtes Beispiel natürlich, aber ihr versteht, was ich meine. Ja. Es, dann meistens auch, es ist das Subjekt selber. Und das Subjekt selber kann sich irgendwie gewahr werden durch Aktion quasi. Also durch dieses, ja, durch die Selbst, durch diese Aufmerksamkeit. Dadurch wird es plötzlich, Mensch, vielleicht ist es auch so, dass erst eine Anstrengung passiert und dann plötzlich durch, wenn das zusammenbricht, dann, bumm, auf einmal, Mensch, das bin ja ich selbst. Ja, ich bin ja das. Mann, mein Gott. Hier, das ist die ganze Zeit das. War schon immer das. Ja, das. Wichtig ist, dass man das nicht als Objekt sozusagen projiziert. Das macht man natürlich im Denken natürlich und so ist auch okay, weil im Denken ist es ja ein Objekt. Im Denken ist es alles Objekt. Ja, aber die Gedanken sind ja selber die Objekte des Subjekts. Ja, so. Und tauchen da drin auf. Ja. Sozusagen, ja. Aber als ich früher nach Gott gesucht habe, da habe ich den auch nach außen projiziert. Da war das ein Objekt, was ich finden wollte. Und irgendwie war das was, das war nicht ich. Also Gott war irgendwo, aber nicht ich. So, und irgendwann, später, als ich dann Non-Dualität, Nicht-Dualität kennenlernte, als Konzept, da habe ich gemerkt, ja, wie kann ich denn das ausschließen? Wenn Gott alles ist, dann ist er auch das Ich. Und wahrscheinlich am allermeisten, weil das ja so das Zentrale ist. So dieses Ich-Gefühl ist ja das absolute Zentrum eines jeden Menschen. Ja, also, Mann, da setzt er an, das ist das Zentrum. Und wenn Gott alles weiß und alles sieht, dann muss er auch überall sein. Überall sein und alles sein. Ja. Und vor allen Dingen, ich muss er sein. Also dieses Ich muss er sein. Also der kann nicht woanders sein als dieses Ich. Und wenn ich ihn finden will, ja, warum suche ich ihn dann nicht in dem, was ich bin? Nämlich in diesem Ich. Deswegen, das ist die Selbsterforschung. Das ist diese Idee, dass ich einfach an den Kern gehe, sozusagen. Der Kern geht bei sich selber bei, sozusagen. Ja, ja, es ist so. So ist es, ja. Ja, deswegen hatte ich dir ja auch mal die Frage gestellt, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Ja. Ja. Halleluja, wenn man das dann zu Ende denkt. Ja, wobei dieses nach dem Ebenbild, das ist genau diese Geschichte von dem absoluten Gewahrsein, welches sein Spiegelbild hervorbringt. Ja, und sich dann scheinbar trennt davon. Aber es ist ja nur scheinbar. Die Trennung ist nicht wirklich. Ja, den scheinbaren Widerstand von dem Ego immer hat. Man hat dieses Konzept von dem Ego und Widerstand und gibt dann Widerstand auf und ja, und dann guckst du irgendwann. Naja, das kann ja erst passieren, wenn das, wenn die Falle zugeschnappt ist schon. Also wenn, ne, wenn die Verwechslung stattgefunden hat. Dann erst fangen die Probleme an. Heftig, ne? Ja, und deswegen immer die Empfehlung, untersuch dieses, was du als Ich erlebst. Dein Ich untersucht das. Ist es wirklich das Subjekt? Ja? Oder ist, wer bist denn du, der das untersucht? Ja. Also, ja. Hier wäre dann nochmal zum Chat. Ja. Von Marco. Hast du aufgrund der Erkenntnisse jetzt weniger Depressionen? Falls ja, wo ist die Verbindung? Ja, ich habe seit 2005 zum Glück keine mehr gehabt. Aber das würde ich jetzt nicht in Verbindung damit setzen. Ich glaube, dass ich auch heute noch eine Depression kriegen könnte, ganz normal. Also ein Schutz davor ist das nicht. Nur das, was ich bin, was das. Das selber hat mit Depressionen nichts zu tun. Ja, aber diese Person kann natürlich depressiv werden. Da muss nur genug Schlimmes passieren. Da gibt es eine reaktive Depression. Kann jeder Mensch kriegen.
Wenn es schlimm genug kommt, dann kann jeder zusammenbrechen. Und davor gibt es keinen Schutz. Ja. Und es gibt auch keinen Zusammenhang. Also ich sage ja immer, die Wahrheit wirkt sich nicht aus. Sie hat keine Auswirkung. Selbst eine Wahrheit, wie man sagt, das hat sich irgendwie realisiert selber, dann hat das auch keine Auswirkung. Also nicht im Sinne von, dass hier irgendwas nicht mehr erscheinen könnte. Sondern dann ist es noch klarer sozusagen, diese Wahllosigkeit. Dann ist ja kein Widerstand mehr da. Und natürlich kann dieser Körper alles Mögliche kriegen. Nicht nur Depressionen, also können ja auch andere sein. Können auch Krebs kriegen oder sonst was kriegen. Und da gibt es keinen Zusammenhang. Also, ich habe früher auch mal gedacht, so der Heilige, das kommt ja von Heilsein und so, der kriegt nichts mehr. Ne? Ist ja seit Ramana Maharshi spätestens widerlegt. Ja, der war nun wirklich absolut erleuchtet in meinen Augen und der hat Krebs gekriegt. Ja. Also dieses Bild vom Heiligen, der nicht mehr krank wird, das ist eine Klischeevorstellung. Das wurde immer erzählt. Ja. Deswegen ja. Bin ich noch dazu gekommen, im Grunde genommen. Ja, ich ja. wollte einen Ballast loswerden und ja. war dann ganz enttäuscht, das ist überhaupt nicht so. Man will, naja, man will das Leid irgendwie überwinden genau. oder ja. loswerden oder so. Ja. Und dann hat man da Vorstellungen davon. Mhm. Aber diese Vorstellungen davon stimmen nicht. Mhm. Wenn man Ramana gefragt hat zum Schluss mit seinem Krebs, den hat das ja nicht interessiert. Mhm. Das war dem so egal, der hat ja sich nicht mal behandeln lassen. Und der hat ja nur auf Drängen seiner Jünger, da hat er überhaupt was machen lassen. Und die Operation wollten die auch machen. Also das wollte er gar nicht. Und dann wollte er nicht mal eine Narkose haben und so. Weil das egal, ja, der Körper, das war er eben nicht, sozusagen. Oder beziehungsweise er war der Körper und alles andere. Und ob da nun Schmerz oder nicht Schmerz ist, war ihm egal. Das war so. Ja, und das ist für mich eine schöne Widerlegung von diesen ganzen Klischees auch. Und es gibt auch andere hier, der Nisargadatta hat Kehlkopfkrebs gekriegt. Es sind andere Heilige. Liegnitz oder wie der heißt, auch. Ja, es gibt alles Mögliche auch. Also würde mich nicht wundern, wenn man eine Alzheimer kriegt irgendwann. Warum nicht? Also das ist, es hat ja eben, ja, es ist der, hat alles Krankheiten haben immer mit dem Körper zu tun. Und wenn man sagt, jetzt mit der Psyche, also geistige Erkrankungen sind ja eine Funktion des Körpers. Das ist eine Gehirnfunktion. Depressionen, das hat man rausgekriegt, können nur stattfinden, wenn im Gehirn der Stoffwechsel gestört ist. Ja. Also es ist für mich eine körperliche Erkrankung heutzutage. Man könnte natürlich sagen, seelischer oder emotional Körper ist irgendwie krank oder so, die Emotionen sind derangiert, aber warum sind die denn so derangiert? Das ist, weil das Gehirn nur noch Nein sagen kann. Die Nervenzellen sind da wie kleine Computer und da gibt es plötzlich kein Ja mehr, sondern nur noch Nein. Und das ist eine Katastrophe für einen Organismus. Wenn da immer nur noch ein Nein kommt, ich stand mal im Wald, wollte irgendwie links oder rechts, ja, links nein, rechts nein. Ja, und wo gehe ich jetzt lang? Ja, ich konnte mich nicht entscheiden, weil beides Nein war irgendwie. Da wollte sie nicht, nee, da will ich auch nicht. Schlimm ist das, ganz schlimm. Ne? Das ist, du kommst gar nichts mehr, du kriegst nichts mehr auf die Reihe, gar nichts mehr. Aber es hat alles mit der wahren Natur eines Menschen, das, was wir alle sind, hat das nichts zu tun. Insofern ist da der Zusammenhang, es berührt mich nicht mehr. Also es würde mich nicht mehr wirklich treffen, weil ich heute nicht mehr identifiziert bin mit diesem ganzen Ding hier. Deswegen ist das so, würde es mehr ins Leere gehen, kann ich sagen. Früher hat mich das, ich weiß noch, mit 17 meine erste richtig dolle Depression, da war ich egomäßig am Boden zerstört. Ich war wirklich, ich war erledigt. Ja, ich habe mich selbst stigmatisiert. Ich habe gewusst, jetzt ist mein Leben ist im Arsch. Ich bin ein Irrer, ich bin krank, ich werde nie Politiker, ich werde nie groß irgendwas schaffen, weil das können wir immer rauskriegen, ja, ich bin im Arsch. So, das war für mich damals klar. Und das war richtig so eine Ego-Demütigung, das war ganz fürchterlich. Da war wirklich dieses Ego, dieses jugendliche Ego, was da so toll werden wollte irgendwie, was was ganz Tolles lernen wollte und so, war kaputt. Das war fertig. Ja. Und das war später nicht mehr so. Später, wo dieses, könnte sagen, transpersonale Bewusstsein schon vorherrschender war, da ging das mehr so an mir vorbei. Ja. Obwohl das nach außen nicht sichtbar war. Nach außen hin war das genauso schlimm. Nur für mich selber war es irgendwie so komisch. Also, weil ich habe dann so mitten in der Depression plötzlich so Glückseligkeit erlebt. So, ja, das ist völlig merkwürdig. Ne? Weil irgendwie klar war, dass ich das nicht bin. Dieser kranke Körper. Aber trotzdem war es natürlich für den Organismus katastrophal, weil ich trotzdem genauso wenig auf die Reihe gekriegt habe. Funktional hat sich nichts geändert. So.
Nur die, man könnte sagen, die Selbstmordgefahr war natürlich geringer dann. Ne? Ja, gut. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Kannst du noch mal gucken, wie viele da sind? Genau ein paar oder ist es nur ein paar? Gut, dass du jetzt fragst. Zuschauer 5 im Chat 3. Nein. Guter Zeitpunkt. Gut, ja. Aber keine Frage mehr. Okay. Und Marco muss jetzt auch ins Bett und schlafen und sich erholen. Marco, gute Besserung. Liebe Grüße, Marco. Und danke, dass du dabei warst. Ja. Okay. Und dann die anderen, die auch im Livestream waren, vielen Dank. Und der nächste Satzang hier in Bremen wird dann am 22. sein, auch wahrscheinlich wieder voraussichtlich mit Livestream. Und dann noch die Ankündigung, am Mittwoch ist der nächste reine Livestream von Lüneburg aus wieder wie immer um 20 Uhr bis 22 Uhr lang. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut und dann verabschiede ich mich schon mal von allen im Livestream und ja, wir machen noch ein bisschen Stille jetzt und soll ich ausmachen? Nee, lass laufen. Lass was laufen. Ja, bis nach der Stille. Und dann können wir, wer mag, kann was essen gehen haben. Zum Türken wollten wir hier vorne. Kann auch mitkommen.
Ja, ich bedanke mich bei euch. Markus schreibt noch: Schau, war schön im eigenen Raum zu gucken. Guten Appetit beim Essen und danke. Ciao, Markus. Tschüss.